So, Tag Leute, Dwight hier. Willkommen zurück zur nächsten Folge Pod Z. Heute ist Folge 6 dran. Heute das Thema Konsole versus PC oder im Allgemeinen, was sind die Unterschiede zwischen Konsole und PC? Wie immer dabei ist Eugen. Hallo, hallo. Und heute ein Gast, ein wahrer Konsolenexperte und zwar Frohwin. Experte ist ein großes Wort, aber hallo und danke, dass ich hier sein darf. Ja, Frohwin wollte ich gleich was vorstellen, aber erstmal kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Thema. Um es direkt vorne hinein weg zu sagen, wir sind alle drei keine Profis. Wir reden jetzt nicht hier über die ultimativen Game Data Changes. Also geht einfach nur darum, was so grob die Unterschiede sind und warum man Konsole spielen sollte, warum vielleicht nicht, warum PC besser ist, warum vielleicht nicht, so weiter und so fort. Und halt ein bisschen einfach der Z-Stories austauschen, probieren, was kennenlernen, etc. Also eine entspannte Folge, würde ich sagen. Aber wir sind ja mal keine Esel, ich und Eugen, deshalb Robin, Stage is yours, stell dich mal was vor. Wer bist du so? Was machst du so? Was ist dein Bezug zu DayZ Also erstmal vielen Dank, dass du die Messlatte direkt sehr niedrig gelegt hast, weil ich bin wirklich keine Expertin für dieses Game. Ich bin zu DayZ gekommen über, ich möchte sagen, Umweg. Ich habe mit dem Stream vor, was weiß ich, 2,5 Jahren oder so angefangen und habe über einen Zuschauer quasi, der hat mich auf dieses Spiel gestupst. Und dann haben wir, er hat mich dann einfach mal, hat mir dieses Spiel gezeigt und dann habe ich da so zugeguckt und dachte, er hat mir jetzt so ein paar Namen genannt und meinte, hey, guck doch mal da rein, guck mal rein. Habe ich mir dieses Spiel angeschaut und meinte ganz verächtlich, Wisi, dein Ernst, das spielst du jeden Tag 12 Stunden? Ich konnte überhaupt gar nicht begreifen, was da überhaupt getan wird in diesem Spiel. Ja, und dann hat er mich einfach mal mitgenommen. Wir haben uns abends verabredet. Ich habe das runtergeladen, gekauft, auch noch für diesen vollen Preis 50 Öcken oder so, was das damals gekostet hat. Ja, und ich kann dir sagen, wie das lief, Dwight. Ich war die erste Dreiviertelstunde konsequent bewusstlos Okay. und war komplett hooked auf dieses Spiel. Und ja, mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass es mein Hauptgame geworden ist. Und zweimal die Woche spiele ich DayZ mit meinem Teammate Mango Hut. Und unser Anspruch ist, Bambis mit der Bratpfanne verkloppen. Aber selber auch Bambi sein. Also wir sind natürlich nicht, wir sind keine Bambi-Killer. Und Skill gibt es bei mir nicht. Ich glaube, mein Chat würde sagen, sie ist das Beispiel, wie man es nicht macht. Okay. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, wie ich spiele. Ich mache es wirklich aus Spaß und der Freude, ich habe überhaupt gar keinen Anspruch. Und wenn ich das Spiel anwerfe, dann geht es darum, eine gute Zeit zu haben. Und es geht darum, möglichst viele Leute zu treffen, um denen möglichst viele dumme Fragen zu stellen, damit der Chat unterhalten ist und auch wir als Spieler. Also bist du quasi Carla Kolunda oder wie? Es ist so, also der Chat hat mir irgendwann den Spitznamen gegeben. Ich bin die Streetworkerin von Berenzino. Berenzino ist so ein bisschen unsere Homebase geworden. Teilweise bin ich da auch die Kanzlerin. Wir haben letztes Jahr im Oktober die Republik ausgerufen. Republik Berenzino war auch ein großes Tamtam. Carla Kolumna, ja, ich weiß nicht, für mich macht der Reiz an diesem Spiel macht einfach aus, dass dort echte Menschen sind, mit denen man sich ganz echt unterhalten kann. Und da haben wir schon 1 bis 12 schöne Begegnungen gehabt und auch 1 bis 13 richtig kacke Begegnungen. Da ist einfach alles dabei. Und ich finde jedes Mal, jede Begegnung so aufregend, weil du nicht weißt, kriegst du gleich einfach richtig auf die Fresse oder hast du gleich einen schönen Moment. Und das, finde ich, macht dieses Spiel aus. Ist selten, dass man sowas hört, heutzutage in der Connection mit Daisy. Also. Ja, ich glaube, dass das aber teilweise auch, wo wir bei diesem Thema sind, einfach daran liegt, dass also mein Anspruch an dieses Spiel auf der PlayStation, und ich habe es nun mal nicht auf PC, weil ich keinen Gaming-PC habe, ist einfach sehr niedrig. Und ich möchte sagen, wir haben als PlayStation-Spieler schon wirklich sehr große Herausforderungen, was Movement angeht, was unsere, ich sage immer Objektive, wie heißt denn das, was da oben auf dem Gerät drauf ist? Zielfernrohr. Ja. Nee, Zielfernrohr. Nee, wie heißt das so? Sagt mal kurz. Iron Sight? Oder was Nee, meinst du jetzt hier? dieses, wo man so durchguckt, wenn man schießen will. Scope. Ja, wow. Seht ihr? Und das ist mein Expertenlevel. Ich sage Objektiv zum Scope. Also, dann dürfte jetzt auch den Zuhörern klar sein, wer hier spricht. Also, auf jeden Fall. Also, wir haben ja teilweise Situationen, da möchtest du gerne schießen. Du siehst überhaupt gar nicht durch den Scope. Also, Könnt ihr deswegen nicht sage ich. wechseln, oder? Ja, doch, aber du kannst in das Scope wechseln und dann hast du erstmal 5 Sekunden, ist das Scope nicht da. Dann gehst du wieder aus der Ansicht, dann gehst du wieder rein. Wenn du Glück hast, hast du dann Scope. Wahrscheinlich aber eher nicht. Das machst du so 13 Mal, da ist der Moment vorbei und du bist tot.
Wow. Also, Das wird das mich ist ja so. so nerven, da bin ich ja Ja, ehrlich. es ist super nervig und ich habe auch den dritten Controller schon. Machen wir uns nichts vor. Da werden Aggressionen freigesetzt. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. So generell diese Bugs in DayZ, ich könnte die jetzt nicht alle aufzählen, aber es ist ein Lebensgefühl. Es Ja, gehört einfach gut. dazu auf der PlayStation. Ja, ich glaube, die Phase haben wir auf dem PC ja auch, ne? Also, und das nicht zu knapp. Ja, aber das kann ich vielleicht zu meiner Vorstellung sagen, Dwight. Eine Frage habe ich sofort. Du hast Ja. gesagt, Republik Berezino. Ja. Kennst du Republik denn Berezino, ja. wenigstens den Berezino-Song? Das ist jetzt eine interessante Frage, weil ich kenne natürlich einen vom gelobten Getty. Ich weiß aber nicht, ob das der ist, Ist auf das den du dich Getty? beziehst. Nein, nein, nein. Naja, okay, siehst du. Berezino. Genau, das ist der vom Getty. Ja, Das der ist das. das DayZ ist der for vom. all. Nee, den kenne ich gar Ich krieg's nicht. Also bei nicht uns ist hin. das Berezino vom Getty und Okay, ich der, schick's dir das ist auch mal. die offizielle Hymne der Republik Berezino. Das ist Ja? das Video. Wir haben dann auch eine kleine Verfassung geschrieben. Also, ja, war sehr aufregend auf jeden Fall. Und wir So haben das dann, Berezino-Lied. Mango und ich, wir haben so eine, ich weiß nicht, eine LKW oder eine Autobatterie. Was braucht man denn manchmal in diesen, Eine Autobatterie. wo du diese Lautsprecheranlagen hast? Auto, glaube ich. Und Ja, da haben wir dann die Autobatterie. Republik ausgerufen, die Hymne laufen lassen und haben darauf gewartet, dass jemand kommt und uns erschießt. Einziges Problem, irgendwie war niemand in Berezino, der es hätte hören können. Aber wir hatten trotzdem Spaß. Stell ich mir Ist ja die witzig vor. Hauptsache, ne? Ja, du hast ja eben auch gesagt, dass du viel über hier Leute volllabern und so ein Zeug machst, ne? Wird auf der Konsole überhaupt viel Mikrofon benutzt oder? Du, es wird viel Mikrofon benutzt, auf jeden Fall. Also ich weiß wirklich nicht, wie das auf PC ist, aber ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen, in 9 von 10 Fällen haben die Leute ein Mikrofon und sie quatschen zurück. Ist nicht immer alles ganz jugendfrei, was man da um die Ohren bekommt, aber man bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Klassiker ist immer, die Leute reden, tragen einen Motorradhelm oder irgendwie ein Tuch. Das ist immer ein bisschen schwierig. Genau. Nee, aber es ist bei uns schon so. Wir sind, ich würde sagen, kommunikativ unterwegs. Gut, ich bewege mich auch viel an der Küste. Ob das jetzt so wäre, wenn ich jeden meiner Streams auf dem Airfield verbringen würde, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, da sind die Leute, ich sag mal, nicht so ganz talkative unterwegs. Aber an der Küste mit Bambis locker. Also wir hatten wirklich schon auch richtig herzzerreißende Momente, die wir dort erlebt haben, auch mit der Community. Aber wie ist es bei euch am PC? Seid ihr mehr so die Nichtsprecher? Also, da müssen wir mal erklären. Also früher war es deutlich häufiger, dass Leute gequatscht haben. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es doch ein bisschen runtergegangen, vor allem halt in den Küstengebieten, weil Leute einfach keinen Bock mehr haben zu reden, weil einfach nur noch alle aufs Boxen aus sind. Aufs Aber, Boxen? also aufs Kämpfen, also aufs PvP. Ah, hier, zack. Ach so, aber du meinst schon auch Boxen. Du wirst Ja, an der Küste die ja. Bambis mit den Dosen, das gibt's immer noch häufig. Ja, gut, das machen wir auch. Ja, aber ich kenn's doch aus meinen Beginnzeiten so ein bisschen. Du spawnst rein, lernst ein paar Bambis kennen, so zwei von drei haben halt geredet, laufen einfach weiter, dann lernst du einen kennen, mit dem versteht man sich gut, dann lauft ihr zusammen los. Gibt's halt heutzutage gefühlt gar nicht mehr, so. Aber weil es immer weniger wird, so, weil warum sollen die heutzutage noch reden, so wenn die eh nur auf der Suche sind, schnell zu respawnen, weil ihre 5-Mann-Stack irgendwo am Airfield chillen, die einfach schnell dahin wollen. Stimmt. Deswegen, das ist auf PC ist seltener geworden. Früher war es deutlich mehr, aber auf PC wird eher getalkt. Also nicht mehr so viel getalkt wie früher, so rum. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mit diesem Mitlaufen passiert mir eher weniger. Also wir treffen auch immer wieder Leute, die mit uns mitlaufen wollen. Aber ich bin wirklich ein sehr scheues Reh. Ich kann niemanden mitnehmen, den ich nicht kenne. Da hab ich leider Schmerzen mit. Also ich kann mit denen wirklich 10 Minuten mich unterhalten und eine lustige Zeit haben, aber das ist auch gut. Und manchmal ist es auch so, dass wir den dann nicht loswerden. Und ich will dann aber auch nicht immer droppen, dass wir irgendwie streamen, weil ich dann auch so keinen Bock habe, dass irgendwer rausfindet, wer auf irgendwelchen Servern ist. Bei uns ist ja auch Stream-Sniping immer so ein Thema, auch auf der PlayStation. Krass, Und hätte ich gedacht. ich muss dann immer so ein bisschen Mango so ein bisschen dahin schieben und sagen, Mango, jetzt bring den mal ums Eck, wenn der mitkommen will. Wow. Also ist es nicht so geil.
Aber manchmal wissen wir nicht, wie wir die loswerden sollen. Und dann sagst du auch, ja, du, wir sind eigentlich Zweierteam, wir würden jetzt gern so alleine so zeigen. Und du wirst sie nicht los, weil wir auch so diese Erfahrung gemacht haben, dass gerade auch auf der PlayStation, weiß nicht, wie das bei euch auf dem PC ist, unglaublich viele Leute suchen andere PC-Mates, PlayStation-Mates. Was ja Okay. total legitim ist, ne? Also ich habe auf meinem Discord auch extra eine einzelne Gruppe eingerichtet, wo die Leute sich verabreden können, weil ich irgendwie so ganz oft den Eindruck, es ist total Bedarf da, dass Menschen sich finden zum Miteinander spielen, aber sie wissen gar nicht, wie sie es anfangen wollen sollen. Und es ist irgendwie teilweise hat man das Gefühl, es wird schon echt gebittelt. Ja, kann ich nicht noch ein bisschen mitlaufen mit euch? Nee, du bist ganz toll, aber bitte nicht. Ich möchte nicht länger als 10 Minuten jetzt reden mit dir. Da bin ich ein bisschen schwierig, glaube ich. Sind die Aber Spielerzahlen denn so Mango niedrig auf managt das für PlayStation mich. oder warum suchen die alle? Du, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir auf der PlayStation wirklich in DayZ die Einhörner sind. Also DayZ, wenn ich PlayStation 4 Spielerzahlen. alleine überlege, wie viele Leute bei mir in den Chat kommen, dann fragen PC oder PlayStation, dann antwortest du PlayStation und die Leute tun so, als hättest du ihnen gerade gesagt, dass dir eine Niere fehlt oder so. Also ich merke dann immer richtig, wie die Leute am PC sitzen oder da, wo sie mich gerade schauen und mit dem Kopf schütteln, so nach dem Motto, was ist mit ihr verkehrt? Warum spielt sie das auf der PlayStation? Also diesen Eindruck Ja. hat man, diesen Eindruck bekommt man, weil man hat so das Gefühl, man ist als PlayStation-Spielerin gar kein vollwertiges DayZ-Girl, weil man spielt es ja eigentlich falsch. PC Weil man es auf Master der Race, ja. PlayStation. Ja, also, ja, und das ist ganz oft, also wie oft ich Diskussionen in meinem Chat darüber führe, warum ich mir kein PC-Gaming, also kein Gaming-PC kaufe, warum ich das nicht auf PC spiele. Aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe keine Skills, es lohnt sich gar nicht. Das ist auch nicht mein Anspruch. Und ich habe trotzdem meinen Spaß. DayZ Na? kostet gerade 24 € für PlayStation im Monat. Ja, ach, dann ist gerade im Angebot. Schau an, ich habe es noch für 50 Öcken gekauft, die Ja, es Schweine. kostet auch normalerweise 49,99. Ja. Das ist krass. Ich meine, von wann ist das? Von 2013. Also die Alpha kam raus 2013 und der Full Ah, Release, ja. also der kam raus Überleg 2018. mal, 2013 immer noch ein 50-Euro-Titel. Finde ich eine krasse Nummer. Als es damals Und gut. rauskam, hat es 20 gekostet. Dein Ernst? Es ist ja, also weißt du, was Early Access ist? Schon mal gehört, Ja. oder? Ja, das Ja. kam damals Ja, im Early klar. Access raus. Heißt du was? Ich habe damals am Launch Day habe ich 23,99 bezahlt, 24,99. Und dann haben die das ja, es war dann auch Ewigkeiten so, dann wurde es einmal teurer gemacht auf 27,99 und dann kam ja die 1.0 und dann ging es zack, 44,99 €. Und Ach, krass. weil es dann ja aus der Early Access raus war, es war dann ein Ja, fertiges klar. Und Spiel. dann ist es halt fertig Ja, geworden, und dann kannst genau. du die 60 € verlangen, also, oder 40 € in dem Sinne. Ja, aber finde ich doch trotzdem krass, seit 2013, 14 immer noch 50 € ist doch schon eine Hausnummer. Ich meine, die Spielerzahlen sind ja auch echt solide, ne? Also, wenn du mal guckst, PC hat jetzt wieder Rekorde gebrochen letzten Monat. Aber was hast du geguckt gerade für PlayStation? Wie sind die Zahlen? Also, ich finde hier nichts. Ich werde nur auf den Store-Shop Ja, zugewiesen. klar, niemand findet irgendwas für PlayStation. Und es gibt es Ja, weil eigentlich Sony gar das halt nicht. nicht rausgibt, ne? Für keine Ach so. Spiele, glaube ich. Ich kann ja mal eben auf der Xbox gucken, wir haben ja so einen Reference Point da. Wir sind irgendwie, also PlayStation-Spieler sind DayZ-mäßig, glaube ich, wirklich einfach in der Minderheit. Sehr, sehr, sehr. Und das bekommen wir auch zu spüren in den Zuschauern. Ja, Oh, die sowas. Arme. Die Arme spielt PlayStation. Kann ihr mal jemand einen Gaming-PC kaufen, damit sie endlich mal das echte DayZ kennenlernt? Nein, Leute, ich hab doch Spaß. Ist doch gut. Hier wird Darum gerade geht's ein doch. eigenes Video vorgeschlagen, ihr Mollen. Ich meine, wir haben ja hier im Vorgespräch sozusagen ja auch schon gesagt, wir können vielleicht auch nicht unbedingt nachvollziehen, wie das ist, mit PlayStation zu spielen und gerade auch von der Sicht, sag ich mal, ja, habe ich ja schon gesagt, wenn man sich wie so ein Rentner umdreht, das muss ich halt sagen, mir persönlich tut das schon weh, ne? Du, ich Aber glaub's, du hast aber auch den Vergleich. ja. Ich hab den nicht. Ich habe noch niemals in meinem Leben DayZ auf PC gespielt. Hat einfach bei mir nicht stattgefunden. Und du, für das, was ich da mache, also wenn man davon ausgeht, dass ich nicht die typische Spielerin geht, die in der Küste sich schnell volllootet und sofort zum Airfield läuft, um dort taktisch klug andere Spieler über den Haufen zu schießen, weil ich das gar nicht kann mit Taktik. Ich bin sehr schlechte Taktikerin.
dann habe ich ja am Ende sehr viel Spaß an der Küste und das kann ich auch machen, wenn ich ein paar Bucks habe. Und auch mit einem Rentner-Movement. Ja, klar. Ne? Also. Und vor allen Dingen, wenn mein Anspruch auch eher ist, meine Streams sind eine Party und kein, ich zeig euch jetzt mal hier richtiges Let's Play und richtiges Gaming. Also, wer so mich anguckt, wird sehr schnell enttäuscht sein. Also, das kann ich schon mal versprechen. Aber Ja. deswegen sage ich, dafür reicht halt PlayStation, ne? Aber wir haben übrigens, ich glaube, mit dem letzten Update oder war es davor, wir haben was ganz Aufregendes bekommen als Bug. Jedes Mal, wenn du gestorben wurdest, sage ich mal, musstest du das Spiel komplett neu starten. Und das dauert auf der PlayStation auch ein bisschen. Ach, sehr angenehm. Oder? War eine richtig gute Zeit. Hat uns allen sehr viel Spaß bereitet. Also ich habe jetzt, also ich habe mal geguckt jetzt, also ich finde keine offiziellen Zahlen, auch von der Xbox nicht, also auch keine richtigen Zahlen, aber was halt gesagt wird, ist, dass der Konsolenmarkt auf beiden Konsolen zusammen auf der Liga der PC-Spielerzahlen hängt. Heißt, dann Ah, heißt es krass. in dem Sinne, ja, auf Xbox und PS4 zusammen, ja, um die 40k, die das dann auf den Konsolen spielen. Ist natürlich die Frage, wie viele auf welcher Version im Endeffekt das spielen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Xbox-Zahlen da deutlich höher sein werden, weil Xbox unter anderem ja auch die Experimental hat, was die PlayStation ja nicht hat. Ah, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber das klingt auf jeden Fall logisch, wenn du das sagst, ja. Ja, weil die PlayStation stellt sich ja bei allem Möglichen quer. Und das macht die Xbox ja nicht. Okay. Das ist halt Sony, ne? So kennt man sie. Ja, es ist halt dumm. Also, jetzt wahrscheinlich, wenn das ja alles stimmt, was über DayZ 2 gesagt wird, wo es auch noch wahrscheinlich Xbox Exclusive sein wird. Ja, ist halt. Als ich vor 2 Jahren angefangen habe, kann ich mich erinnern, dass wir einen kurzen Run auf der PlayStation hatten. Wir hatten so plötzlich auf Twitch so mehrere Streamer, die auf der PlayStation hochkamen. Lila Visi, U-Bird, ich war dann da. Mangohut war da mit der PlayStation. Wir haben dann, weil es haben sich dann auch viele gekauft, ne? Also ich habe so ein bisschen. Ich will nicht sagen, das Glück, also doch, ist natürlich ein Glück, aber ich habe so ein bisschen diese, dadurch, dass mein Content nicht der normale DayZ-Content ist, ohne dass ich es jetzt abwerten will, sondern dass ich mich dem Spiel irgendwie von der anderen Seite näher, sondern aus einem Entertainment-Unterhaltungsfaktor, weil bei mir gibt es ja viel Musik, viele GIFs, viel Gequatsche. Also eigentlich müsste ich das Ding ja unter Just Chatting laufen lassen, ne? Habe ich die glückliche Lage, dass ich unglaublich viele Leute im Chat habe, die überhaupt nichts mit DayZ zu tun haben. Die kommen, weil sie mich sehen wollen, aber die kommen jetzt nicht, ob das, also wegen des Spiels. Und das führte anfangs dazu, dass unglaublich viele durch mich und auch durch Lila Visi dann plötzlich mit PlayStation angefangen haben. Und worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben sogar vor 2 Jahren eine Bambi-Schule gehabt. Mangohut hatte uns einen Server gebaut. Dann haben wir so Lehrer bestimmt. Und dann haben sich, glaube ich, 30 Neulinge angemeldet bei dieser Bambi-Schule. Und wir hatten wirklich so einen ganzen, ja, wie so eine riesige Schule. Und ich habe dann irgendwie, weil ich immer an Salmonellen gestorben bin, habe ich so die medizinische Seite gemacht. Mango hatte irgendwie Autofahren gemacht. Visi hatte, wie mache ich mir ein Feuer? Und das kam richtig gut an. Die Leute hatten da wirklich Bock drauf. Und das ist ja auch oft was, das werdet ihr aber auf PC genauso haben, dass es viele gibt, die starten wollen und die wie so eine Art Mentor brauchen, weil sie einfach gar nicht wissen, wie sie irgendwie zurande kommen. Ach ja, Aber das der waren random gute Zeiten und da 35-Jährige. hatte. Ja, so, und dann machst du das Spiel an und denkst dir, ja, was soll ich jetzt hier machen, wenn ich damals Visi nicht gehabt hätte? Du, ich glaube, ich hätte es ausgemacht. Das wäre mir auch zu dumm gewesen. Bei mir war es damals in der Mod so ein random Dude, ich glaube, der war 38 oder sowas. Aber es Ja. ist so lange her. Ja. Habe ich nie wieder was von Ja. gehört, ne? Also. Nee, siehst, aber so ist es dann. Und da hatten wir so eine, also selber in meiner Bubble, sage ich jetzt mal, so ein kleines Hoch an PlayStation. Spielern, weil sich dann viele gefunden hatten. Auch dann, weil das natürlich diese Bambi-Schule dann auch ein soziales Event ist, wenn dann da irgendwie 20 bis 30 Leute versuchen, den Nitrado-Server nicht zum Abschluss zu bringen. Weißt? Ja. Ja, aber war eine lustige Zeit auf jeden Fall. Also laufen Server auf der PlayStation auch über die Trado, oder? Ja, genau. Ach, schön, schön teuer. Also nicht, dass ich davon eine Ahnung habe, es macht bei uns alles Mango, aber ich kann mich erinnern, dass sie mal Nitrado erwähnt hat.
Ich hab ja selber meinen kleinen Nitrado-Server, der über für Aufnahmen etc. Ja. Ich finde die Preise schon ein bisschen heftig, wenn ich ehrlich bin. Ich bezahle für 4 Slots. Einen Monat zahle ich, glaube ich, 6 € oder sowas. Du, ja, ist aber so teuer. Also ich kann, wir haben doch, was ich dir vorhin erzählt habe, wir haben doch diesen PvP Sin City Server übernommen. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir gerade drauf haben. Oh Gott, ja, jetzt, ich kann nur Quatsch erzählen. Irgendwas zwischen 16 und 23. Wie heißt der Server? Und es ist Sin City, heißt der. Und es ist, Sin City Daisy kommt das, sofort. ja, Sin City, aber im PlayStation Server, ne? Und du, für den zahle ich jeden Monat 25 Euro. Also ist, merkt man auch. Ist das Sin City Nummer 1 PvP PvE Online? Battle Metrics Daily Server? Ich weiß es nicht. Nope. Es ist mehr so Sin City. PvP. Schießen. Ja, es Schießen. gibt 50.000 Sin City Server, sehe ich gerade. Ja, ist der ist irgendwie so ganz, der ist komplett groß geschrieben. PS4. Ja, sind, ich guck mal parallel auch kurz. Aber der heißt wirklich nur P-City, Sin City, da steht nichts nix weiter dran. Jimdo. Ich glaube, Jimdo ist falsch. Aber ich weiß auch nicht, ob man den dann online findet, ehrlich gesagt. Also wir haben dazu auch keine Seite, es hat halt bloß einen Discord dazu, ne? Ja. PS4 Marlene Hedgehog aka Dr. Zoidberg. Okay. Ja, nee, weiß nicht, was du da findest. Aber wenn man auf der PlayStation Sin City eingibt, dann gibt es eigentlich nur den. Aber ihr habt ja auf PC auch selber irgendwie Sin City Server, ne? Ja, gibt mehrere sogar. Ja, 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 Bei ja. PC gehen die Namen ja eh rum, wie es geht nicht mehr. Wir hatten damals einen RP-Server von einem Kollegen, der ist Ja. Z-Live. Der Name, der hat dann damals auch wieder aufgehört, der Name und genau wie das Design und Logo wurden schon 2, 3 Mal geklaut und 1 zu 1 wieder neu hochgeladen, als neuer Server verkauft, ne? Also. Ja, moin. Okay. Ja, Das da macht sich heißt. keiner die Mühe auf PlayStation, glaube ich. Ja. Aber PC ist halt, also, wie soll ich das beschreiben, viele Server kupfern dann die Namen noch ab von großen Netzwerken. Ja. Merkst du auch relativ häufig. Ja, gut. Dann muss man sich halt überlegen, ob sich's ausgeht, ne? Also, wenn ich dann 25 Euro monatlich dafür bezahle, dass da eine Person drauf spielt und ansonsten der Server einfach nur Geld frisst, weiß ich nicht, ob es einem das wert ist. Muss ich nicht haben. Und ich habe auch schon viele, es gibt viele gute Server. Wir hatten auch jemanden aus der Community, Tony Six, der hat das Survival nochmal ein Stück weiter gedreht. Es war sehr kalt. Also er hat sich wirklich was überlegt, der hieß Frosty damals. Und den gibt es einfach auch nicht mehr, weil die Finanzierung einfach nicht durchgegangen ist, so richtig. Ne? Der war irgendwie gut angenommen, aber ja, so ist das manchmal. Schade dann für solche kleinen Projekte, wo Leute sich wirklich viele Gedanken machen. Und das merke ich echt auch in der Community, Leute, die Server aufsetzen und dann echt sich überlegen, wie können sie dann aus diesem Spiel noch mehr rausholen. Und das Ja, finde ich toll und das mag ich auch daran, dass es sowas ich glaube, gibt. da könnte ich noch irgendwie ein Lied singen. Also wir sind zum Beispiel RP-Spieler, also wir haben ja sau viel DayZ Roleplay gespielt, so Ja. wirklich auf einer Hardcore-Basis teilweise schon, also wirklich so mit Ja. Charakter schreiben, 400 Wörter Ah, und krass. Ja, okay, ja, wow. es ist ein Großteil Wahnsinn. meiner Stunden ist da eingegangen. Also wenn du einen guten Ja, Server hast, toll. macht's echt Spaß. Ja. Aber unser Main-Server ist damals dann, weil so unser Server hat sich in so zwei P Parteien gesplittet. Du hast die Typen, die da bleiben wollten, du hast die Typen, die dann ihr eigenes Ding machen wollten auf dem eigenen Server, weil Gott weiß warum. Und da ist der Server damals gestorben und wir haben dann über die Jahre, also die letzten 5 Jahre, wann ist das Projekt gestorben, haben wir immer wieder halt uns mal auf neuen Servern angemeldet oder auch halt so neue Event, neue, wie nennt man das, neue Starts so mitbekommen, waren dann auf den Servern drauf. Aber die sterben halt alle wirklich der Reihe nach weg, weil die keine Spielerzahlen mehr haben. Und da. Ja, es ist Ah, sorry. belastend. Ja, in der DayZ-Bubble, das kann man echt nachverfolgen, wenn man mir das nicht glauben möchte oder so, aber die RP ist echt so ein sterbender Spielmodus. Also, die Leute sind in den letzten Jahren so anti-RP geworden, zum Beispiel, deswegen findest du auch keine neuen Server mehr. Die Server, die es gibt, die sind zwar schon länger dabei, die haben dann aktiv 20 Leute oder sowas, aber die haben dann zum Beispiel Sachen, die halt dann wieder gegen sie sprechen. So. Und deswegen ist halt schade. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen, Aurora RP. Den Server gibt es seit 4 Jahren jetzt oder so, 5 Jahren. An sich ein cooler Server, coole Ideen gab mit der ganzen Lore und so ein Scheiß. Aber dann wirst du halt von einem Supporter weggeekelt, ne? Dann denkst du, ja, toll. Da brauchst du dich auch nicht mehr blicken lassen im Endeffekt, weißt du? Und deswegen.
Wirst du erstmal gestalkt, weil du, weiß ich nicht, drauf Naja. gekommen bist. Und dann, deswegen brauchst du dann halt nicht wundern, warum viele Projekte sterben. Und auf PC ist das echt schlimm. Also wir haben in den letzten 4 Jahren jetzt, wo das, seitdem wir quasi serverlos sind, haben wir 10 Projekte safe sterben sehen. Oh, Und krass. Ja, okay, das ist einiges, ja. es ist echt schade, ist echt schade. Und Schade, super schade, ja, total. Weil es sind weil halt immer irgendwie mal Leute gewesen, die sich viele Gedanken machen, die irgendwie Bock hatten, was Neues aufzuziehen, so, ja. ja. Aber RP finde ich mega krass, da habe ich gar keine Erfahrung mit. Also ich sag's dir so, RP, wenn du einen guten Server hast, mit gutem Regelwerk und vor allem gutem Team, was da auch ihren Job vernünftig macht, Ja. kannst du in RP halt den geilsten Shit erleben, den du eigentlich haben kannst. So, du schreibst halt quasi nochmal so eigene Stories in DayZ selber. Zum Beispiel bei uns Ja. gab's riesige Gruppen, die hatten dann Rebellionen und Kriege gegeneinander und Oh wow, okay. das war echt schon eine geile Zeit. Ich habe da auf dem Server war ich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre aktiv. Und er hat Und echt dann Laune hat man gemacht. irgendwie auch einen anderen Namen oder Ja, genau, dann du muss hast man halt einen und Charakternamen, ne? ja, genau, du hast einen Charakternamen und also ich habe das ja öfter auch schon gehört mit diesem RP, aber seid ihr dann auch in der Rolle gewesen und habt einen Charakter gespielt oder seid es einfach ihr gewesen mit einem anderen Namen? Kannst du so oder so machen. Es gab halt manche, die haben wirklich, wirklich eine krasse Rolle gespielt. So, Ja. die haben dann da teilweise einen auf Joker gemacht, sage ich jetzt mal als Beispiel. Oder die Ah, haben einen okay. auf so Oder auf Waldhexe und so einen Was? Scheiß oder Am Frank sowas. halt. Waldhexe, okay, ja. Da hast du aber auch so Typen, da muss ich mich mit anderen zuziehen. Ich habe einfach mich selber so ein bisschen gespielt. Weil ich hatte jetzt keinen Bock, da mit einer anderen Stimme rumzulaufen und so einen Scheiß. Aber Ja. ich hab halt einen Charakter geschrieben, der so seine eigene Lore hat, und der will aber so ein bisschen mir halt ähneln. Das war halt dann quasi mein Charakterstil so. Aber du hast halt alles Mögliche, ne? Was halt viele machen, die. Es gibt Unterschiede zwischen RP und ORP, heißt Organic RP und wirkliches RP. Organic Okay. RP ist halt, du machst so, ha, hallo, willkommen in Shadows, machst du einen auf so Larifari nebenbei, ne? Und dieses richtige RP, da kannst du Leute treffen, die halt wirklich dann da einen auf Schauspieler machen. Das ist teilweise echt cool. Manchmal sind es auch mega cringe, bin ich ganz ehrlich. Aber Ja, okay, verstehe. gibt halt viele Möglichkeiten so und wie gesagt, es hängt dann echt alles vom Server ab. Wenn der Server gut gemacht ist, du hast eine vernünftige Lore, du hast ein vernünftiges Netzwerk und vor allem du hast die Spielerzahlen, dann kann das echt nice sein. Ich habe da mal auch ein YouTube-Video zu gemacht vor Ewigkeit, wo ich mal unsere RP-Geschichte so ein bisschen erzählt habe. Und Leute sagen auch, hey, das ist so nie im Leben passiert. Das sind halt Sachen, die hast du nur im RP im Endeffekt. Aber Leute, die es nie gespielt haben, kennen es halt nicht. So, und dann. Aber ja, bei mir fällt da gerade eine Situation ein, weil du gerade sagst, es ist euch doch nicht passiert. Ich habe mal eine Situation auf Livonia gehabt. Da habe ich, glaube ich, auch ein YouTube-Video zu gemacht. Das war richtig, also das war auf einem Office-Server, war es plötzlich RP, weil der Typ, den ich dort getroffen hatte, da war ich auch alleine unterwegs. Ich glaube, Mango war da gar nicht dabei den Abend. Wir haben ihn im Nachhinein den Kannibalen von Livonia genannt. Und der war wirklich so richtig, der hat so einen richtigen Film geschoben und hat mich dann quasi entführt, mich gefesselt, mich dann laufen gelassen, mich gejagt. Immer ohnmächtig gemacht, dann hat er mich laufen lassen. Wenn ich wieder wach wurde, saß er vor mir. Also, wir sind wirklich, also der komplette Chat ist so weg. Also, wir hatten wirklich am Ende Angst. Ich sag mal so, die Geschichte war irgendwann vorbei und alle waren froh, dass die Story jetzt vorbei war. Also, sowas gibt es halt auch auf Office, ne? Aber Ja, klar, aber was du richtig meinst selten, mit diesen, richtig selten. ist total selten. Und man weiß auch, wenn man in so eine Situation kommt, auch als Streamer, man merkt das schon. Man weiß, man kommt jetzt hier in eine wirklich gute, ich sag mal, Content-Situation rein. Ja. Und ich weiß auch nicht, wenn ich alleine gewesen wäre, ob ich es dann durchgezogen hätte, weil ich hatte auch wirklich eigentlich Schiss. Weil ich fand es wirklich gruselig. Und das kannte ich auch so noch nicht in DayZ. Und ich glaube, wenn ich für mich alleine gespielt hätte ich einfach gesagt, weißt du was? Mach einen Scheiß alleine, ich lock mich aus. Aber wenn dann natürlich irgendwie 50 Leute zugucken, dann hat man auch irgendwie schon doch den Anspruch, auch für die Community, dass man jetzt wissen will, okay, wie weit geht denn unsere Eskalationsspirale hier heute noch? Ja? Und die ging wirklich auch noch sehr weit. Aber das war so meine einzige RP-Erfahrung, wo ich sage, die andere Person mir gegenüber war auf jeden Fall im RP. Ich nicht, ich habe einfach nur geweint, weil ich Angst hatte. Okay, krass. Aber Ja. auf PlayStation muss die RP-Bubble aber deutlich größer sein als auf PC. Hey, das Weil. kann total sein. Ich habe nur leider überhaupt gar keine Kontakte in diese Ja, Bubble. nee, weil ich habe andauernd auf TikTok zum Beispiel Leute, die mir schreiben, die wollen ihre Server promoten oder sowas. Das sind.
90% sind das IP-Server. Also, wenn das mal auf PC so wäre, wäre es ja schön, aber ne, ist halt PlayStation. Okay. Ja, du, ich kenne da überhaupt gar keine Server, da, also da kann ich mich wirklich überhaupt gar nicht aus. Und es ist auch wirklich so, ich habe selber auch gar keinen Stammserver, also wie gesagt, SimCity gehört uns jetzt ja selber. Da bin ich aber auch schon lange nicht mehr spielen, weil es halt reines PvP ist und dafür habe ich gerade irgendwie nicht so die Nerven und Zeit. Aber wenn wir auch abends streamen, die Leute kommen rein und sagen, welcher Server? Ich sag mal, du, selbst wenn ich es dir sagen würde, ich weiß es nicht. Wir nehmen halt immer irgendeinen, der gerade gut besucht ist. Wir haben da keine Stammserver, auf dem wir uns rumtreiben. Die gibt's, es gibt Community-Server auf der PlayStation, ne? Ja, etliche. Etliche. Und, das stimmt, und auch. Du, da gibt es irgendwie, ich glaube, die bekanntesten sind, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, ob sie noch hat, so München, Berlin. Berlin haben wir mal eine Zeit lang, war irgendwie abgehypt, dann ist es so ein bisschen abgeflacht. München gab es da noch. Dann gibt es diese A1 bis A5 Server, die sind, glaube ich, noch relativ beliebt. Und dann gibt es so die 90er Reihen. Also, ja, es gibt Community-Server auf jeden Fall, in welcher Qualität die sind. Es gibt einen ganz verrückten, der heißt Ausrufezeichen-Server. Der ist so voll, weil da gefühlt 1 Million Leute drauf sind, dass quasi die Map nicht spawnt. Also die ist so verbuggt, dass du schon froh sein kannst, wenn du dich 3 Meter bewegen kannst. Ja, moin, what the also, fuck. Das ist komplett wild. Also da sind alle zentriert irgendwie in einem Küstenort. Alle reden wild. Du kommst da rein, dann steigst du manchmal in irgendein Auto ein, wo schon 4 Leute drin sitzen. Du weißt nicht, wo es hingeht. Du weißt gar nicht, ob du heil ankommst. Also da erlebt man auch sehr verrückte Dinge. Aber es funktioniert halt alles nicht, ne? Ist alles in Zeitlupe gefühlt. Ja, was ist denn das? Was ist denn die höchste Spielerzahl, die ihr habt auf der PlayStation? Also auch 60 oder geht das höher bei euch? Ja, 60. Nee, 60. Ja, auf aber PC wenn du so 60, ich glaube, wir haben 60 Leute, also nur wenn ich es jetzt nicht falsch sage, ist alles hier gefährliches Halbwissen, was ich teile. Ich glaube, es sind 60 und bei diesem Ausrufezeichen-Server spawnen die gefühlt an einem Ort. Dabei, und dementsprechend sieht es da auch aus. Ja, bei PC sind es inzwischen, glaube ich, 124. Ah, krass. Okay. Warte, ich kann mal ja, nee, ganz das haben kurz wir auf gucken, gar keinen Fall. Aber das haben wir nicht. Wir sind froh, dass wir jetzt überhaupt mit dem letzten Update haben wir jetzt gerade überhaupt mal bekommen, dass wir sehen, wie viele Spieler denn überhaupt drauf sind. Früher hatten wir einfach nur leer, mittelmäßig oder voll. Das war früher unsere Maßangabe. Jetzt haben wir endlich mal Zahlen. Ja, das hast du am PC ja auch, außer du hast halt den externen Launcher, ne? Ja, okay. Bei PC gibt es halt die Option des DCSA-Launchers, also das ist vor den Drittparty-Launcher, den du dir runterlädst. Da hast du halt dann auch einfacher Mods runterladen in TC und da konntest du es halt sehen. Aber das Ultimate High auf PC ist 127. Ah, krass, okay. Was ist denn das? Das muss denn dann für eine Party auf solchen Servern sein? Holy shit. Ich bin 80 ja, also schon viel. Ja, aber das ist, also dieser Ausrufezeichen-Server, ich weiß nicht, wenn Leute gerade zuhören, die auch PlayStation spielen, den kann man sich schon mal geben, weil wenn man sich darauf einlässt, kann man da eine sehr lustige Zeit haben. Man darf nur nicht da reingehen mit dem Anspruch, man spielt da jetzt wirklich ordentlich DayZ, sondern es ist eher sich treiben lassen. Also ich war auch in der Situation dabei, wo man einfach zu so einer Gruppe kam, die außerhalb von der Police stand und die versucht haben, einfach nur diese Police zu stören. Man kannte einander gar nicht, aber man stand halt draußen und damit gehörte man automatisch zu dieser Gruppe. Und dann war man plötzlich drin und hat dann sich total gefeiert, dass man jetzt als so diese Gruppe, die zusammengewürfelt wurde, dann plötzlich so ein Gemeinschaftsziel erreicht hat. Ja? Mhm. Also das sind auch schöne Momente, die man da haben kann. Oder wie gesagt, du steigst halt in irgendein Auto zu irgendwelchen Leuten, die dich auf Englisch, Französisch, Spanisch vollquatschen und du dir denkst, ja gut, fahrt ihr mal, schauen wir doch mal, wo wir ankommen und was uns der Abend hier heute noch so bringt. Also finde ich auch toll. Ist PlayStation denn auch ein sehr großer Teil Deutsch, so wie auf PC, oder ist es eher weniger Deutsche, die du auf den Servern triffst? Doch, also kommt natürlich auch jetzt wieder drauf an, ne? Wir spielen viel Offi-Server, kannst du dir ja auch Deutsche raussuchen. Da hast du überwiegend Deutsche. Wenn du jetzt Community-Server nimmst, ja, es ist, also ich würde sagen, ich bewege mich schon eher in der deutschen Bubble und treffe viele Deutsche, aber man hat auch mal, wir hatten eine Begegnung mal mit Russen und Ukrainern, die war auch ganz verrückt. Mit Franzosen, warum mit Kanadiern. Warum war die verrückt, wenn ich fragen darf? Ja, das war. Ach, wir haben schon, Mango und ich haben einfach nur wieder rumgedallert und sind irgendwo in Tscherno rausgekommen. Sind wahrscheinlich schon wieder 15 Mal gestorben. Und sind dann da so rumgehangen in Tscherno und sind dann Richtung
Richtung, wie heißt das, Krankenhaus gelaufen und dann kommen uns halt so zwei Dudes entgegen und einer war gerade am Ausloggen, Schrägstrich, so irgendwie despawn. Also es war ganz, der eine verschwand so plötzlich. Und dann sind wir halt miteinander ins Gespräch gekommen und das war, muss ich sagen, also nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und das war ganz verrückt, weil es war, die sind quasi Mates gewesen oder waren Mates und wir konnten dann nur noch mit dem Russen reden, weil der Ukrainer quasi bombardiert wurde und der hatte kein Licht und kein Strom. Und die hatten irgendwie nur über Handy noch so ein bisschen Kontakt. Und dann haben wir mit dem Russen oder mit dem Ukrainer quasi stellvertretend so mit Google Übersetzer uns unterhalten in DayZ. Und das war also sowohl für mich als Streamerin als auch für den Chat ein super touchy Moment, weil es natürlich alles auch so aufgeladen war und denen ging es halt auch echt nicht gut. Man hat es gemerkt und auch dem Russen tat es leid mit seinem Ukrainer-Freund. Und das war echt auch so ein Moment, wo ich denke, sowas ist krass. Für sowas ist DayZ einfach krass, dass so eine Momente möglich sind. Ne? Und wir haben dann wirklich mit Google Übersetzer ans Mikrofon gehalten und hier sagt dein Freund, dass wir an ihn denken, schicken Grüße. Ich hoffe, er bleibt gesund, seiner Familie geht's gut. Und es war wirklich heartbreaking. Für Kann ich alle. mir vorstellen. War krass. Also, und es hatten wirklich alle Gänsehaut und wir haben danach, es war auch schon zum Ende, also wir haben dann auch den Stream aufgemacht und es stand wirklich so allen der Mund offen, was dieses Spiel in sich trägt, für eine Magie auch. Es war echt Wahnsinn. Ich habe das noch nie mitbekommen. Also was ich öfters mal hatte, ist, dass man so den Familienvater trifft oder sowas, ne? Aber. Ja, okay, das ist auch immer gut. Aber gut ist auch immer, wenn die Kinder hinten noch rumbrüllen. Ja, I need to go now, my Das kid ist is auch so ein crying. Klassiker. Ja, genau. Oder die reden dann so parallel immer noch, was geht Zähne putzen oder so, weißt? Finde ich Ja. auch mal ganz gut. Ja. Ja, der Ja, aber da gute gibt es alte ja auch alles. Familienstreit im Hintergrund, den ist auch immer schön. Ja, Klassiker. Ja. Nee, finde ich gut. Oder wenn du immer hörst, wie die Freundin dann reinkommt oder so. Ja, oder die Mutter. Genau, oder so. Das gibt's auch. Ja, aber jetzt bin ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Was war das Thema? Ja, Abgeschweift, alles genau. gut, alles gut. Aber wir hatten ja darüber RP, wir sind gesprochen. irgendwie über RP gekommen. Ja, dann Ja, waren habe ich wir bei, ob natürlich. es deutsche Spiele auf dem PlayStation mehr gibt oder weniger. Weil bei Ja, PC gibt es also halt sehr von. viel The Germans, weißt du, Okay, also ich würde jetzt sagen, dass ich auch überwiegend deutsche Spieler treffe. Daran gelegen, dass ich mich auch auf deutschen Servern rumtreibe. Also insofern ich da jetzt was beurteilen kann, aber so ist es. Also ich kann von mir behaupten, ich spiele viel auf Ami-Servern, weil ich auch Ami-Freunde habe, so. Du hast auch auf den Servern, hast du die Deutschen, dann kommen die da mit dem Akzent, no, I am not from Germany, no. Denkst du, Bro, denkst du, ich bin blöd? aber das kann ich auch im Umkehrschluss. Ich laber immer alle auf Englisch an. Mein Englisch ist natürlich perfekt, ist ja klar. Hello from the egg. Ja, genau. Und die Leute, am ersten Satz fragen die mich schon, ja, ist gut, du bist doch Deutsche. Ja, ist ja gut. Ich gebe mir Mühe hier. Also ich habe leider auch einen sehr schlechten Akzent. Bei mir hört man das sofort. So sofort. Ja, ich find's immer halt witzig, wenn die sagen, no, I am not from Deutschland, no, no, no. Und Ja. dann aber den übelsten Akzent haben und Ja, das ja. habe ich voll oft, dass Leute einfach meinen, die sind nicht Deutsch, weil du hörst es halt sofort raus. Ja. Was auch nicht fehlen darf, sind auf Public die wunderschönen, großen Truppen von 8 Leuten, alle deutsch, alle total getriggerten, übelst aggressiv. Die sind auch immer die sehr angenehmen, dann wird dann beleidigt bis zum geht nicht mehr und einfach nur abgefuckt. Also ich kann dir sagen, das Problem haben wir auf der PlayStation nicht. Versuch mal bitte mit 8 Leuten irgendwo lang zu laufen, da bewegt sich das Spiel nicht mehr. Also, Ja, ich sag mal Mann. so, das ist nicht unser Problem. Ja, vor sowas sind wir gefeit. Also ich sag mal so, 2 Leute, 3 Leute ist Max. Danach wird es wirklich schon schwierig, sag ich mal, sich durch die Gegend zu bewegen. Ich bin mal mit in einem Livestream von mir, und zwar Ende letztes Jahr oder so, haben wir uns alle auf dem Public-Server getroffen, dann sind wir mit 18 Leuten in der Gruppe gelaufen. Das war schon wie so eine kleine Armee, weißt du? Das war echt cool, aber Ja, wir haben das auch mal gemacht, Anfangszeiten. Ist natürlich jetzt auch überspitzt formuliert von mir, ne? Also das Spiel stürzt da nicht ab. Aber Leute, die auf PlayStation spielen, wissen, was ich meine. Aber es ist auch ein schönes Gefühl. Also mal davon abgesehen, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, mit so vielen Leuten in einem Chat zu sein und alle reden. Aber es ist auch so schon auch ein kleines erhabenes Gefühl, so eine Gruppe zu sein und dann halt so über die Map zu laufen. Kann ich auch verstehen, was der Reiz da ist, auf jeden Fall.
Ja, also die Aber Sache ist brauche ich ja. auch nicht dauerhaft. So zwei Leute reichen mir. Danke, ciao. Ja, das stimmt wohl. Ja, vor allem, wenn die alle Ingame-Worship benutzen, wie es bei uns der Ja, oh Fall nee, war. kann ich nicht. Oh ja, nee. Also da kriege ich jetzt schon, da kriegt mein Asperger jetzt schon Schwierigkeiten, wenn ich nur daran denke, dass alle durcheinander reden. Weißt du, dann sagt der eine da hinten, du, ich habe mir das Bein gebrochen, während der andere sagt, ich habe auf jeden Fall Durst und Hunger. Und jemand redet noch darüber, dass er noch Munition für die M4 braucht und der andere überlegt, wie wir jetzt am besten zum Airfield kommen. Also diese ganzen Stränge, die dann da nebenbei laufen, bin ich komplett raus. Wir hatten das ganz simpel geregelt, weil wir hatten einfach einen mit einem Megafon. Und irgendwas war, hat der gebrüllt. Das ist, oh Mann, das wäre doch mein Job gewesen. Oh, vielleicht mache ich das das nächste Mal. Lade ich ein paar ein Nee, in der dieses hatte, Megafon. der, das war nämlich hier folgende Situation. Wir sind von Cabanino, sind wir nach Nordosten gelaufen, Richtung Severo gerade. Ja. Und die sind halt durch den Wald gelaufen. Und da kannst du dir vorstellen, mit 18 Leuten im Wald, jeder rennt überall hin, aber nicht da, wo sie hin sollen. Und waren wir bei ungefähr Devil's Castle, aber da war die Hälfte halt schon weg. Hat er sich an die Waldkante gestellt und reingeschrien. Und Das dann finde ich kamen die gut. alle an. Das sah echt cool Das aus. finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, das ist schön. Ja, da sehe ich mich. Also das wäre ich gewesen dann mit dem Megafon. Ja, das hat tatsächlich echt gut funktioniert. War am Ende ein bisschen chaotisch, weil dann wurde auf uns geschossen. Da war komplettes Chaos, weil die Hälfte waren auch Bambis, weißt Ah du. Und ja. ja, dann am Ende sind wir, glaube ich, nur Ah, zu gut. sechs oder so in Zivil gerade angekommen, aber. Ja, Verlust ist immer, Dwight. Verlust ist immer. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sage ich immer. Ne? Ja, Also, aber so so what? viel Casualty ist ja, muss ja auch nicht sein. Von 18 auf 6 geschrumpft. Von 18 auf 6 finde ich schon gut. Ja, vor allem in einem Zeitraum von 3 Minuten oder sowas, ne? Also. Ja. Oh, wie hieß nochmal dieser scheiß Film, wo es auch so war? Ein Film. Ja, es gibt einen Film, das ist, glaube ich, ein Vietnam-Film. Da labern die auch Kacke, rennen durch den Wald und dann kommen die Vietnamesen und ballern die alle weg. Und die auch noch zu dritt oder sowas. Und dann feuern die 10. Da muss ich ja wieder dran denken. Ja, aber keine Ahnung, ich find so. Desi in der Gruppe, vor allem in so großen Gruppen, müsste jeder einfach mal gemacht haben. Das gehört einfach dazu. Ja, ich habe es vorhin schon kurz auch erzählt. Ich weiß gar nicht, ob du da kurz da warst. Ich finde auf jeden Fall, dass das seine Berechtigung hat und ich finde das auch cool, das mal zu machen. Aber ich kann mich auch an meine Anfangszeiten DayZ erinnern, wo ich wirklich das ganze Wochenende alleine durch die Map gestriffen, na wie auch immer da, wie man das sagt, gelaufen Gewandert. bin, weil ich es auch, ja, gewandert, danke. Weil ich es auch teilweise wirklich sehr meditativ fand, einfach durch diese Map zu laufen und einfach nur so da zu sein und zu gucken, habe ich was an, finde ich was zu essen und da habe ich vielleicht ein bisschen Muni noch in der Tasche. Also ich kann da auch gut runterkommen. Ich kann da auch echt gut abschalten bei dem Spiel. Ne? Voll Klar, Immersion. wenn ich jetzt irgendwie, ja, kann ich wirklich gut. Und da habe ich auch keine Schwierigkeiten. Und dann ist das eher so, dass wenn ich dann wirklich mal eine Person sehe, ich sofort Herzrasen bekomme und ich mir denke, nee, not my monkey, not my circus, mich umdrehe und in die entgegengesetzte Richtung laufe, weil ich denke, kann ich jetzt hier gar nicht gebrauchen. Ich habe Sonntag, ich trinke meine dritte Tasse Kaffee. Das Letzte, was ich will, ist jetzt hier sterben, nur weil du Angst vor mir hast mit meiner M-Lok. Weißt? Dann gehe ich auch nach Ja. Hause. Nee. Und das ist halt auch so das Ding, wo ich sage, ich spiele das halt nicht wie Battlefield, ne? Ich habe schon mal überlegt, ob ich einfach nur so 3 Stunden ASMR-Walking-Videos aus DayZ machen sollte. Und dann nicht in diesem Laufschritt, sondern nur in diesem ganz langsamen Spaziergang. Gibt's sowas nicht schon? Ganz ehrlich, aber ich glaube, da würdest du sogar eine Zielgruppe für finden. Ich glaube auch. Ich bin mir sicher. Und man könnte das, jetzt droppe ich hier natürlich die Ideen, könnt ihr alle morgen machen. Aber auch so vor allen Dingen, wenn man so einzelne Städte so, weißt du, so 4K-Walk through Berenzino. Und dann einfach so 3 Stunden jede Straße stumpf durchwandern, nicht reden, nur Umgebungsgeräusche. Ich glaube, das gucken Leute. Und soll ich dir sagen, warum? Ich würde es auch gucken. Ich würde mir das zum Einschlafen anmachen. Ich habe Da gerade sehe ich mich. gefunden, DayZ Starving to Death ASMR. Ja, Hörst du sowas. nur dieses Das vom hat Magen? 130.000 Ja, Aufrufe. genau. Dwight, so läuft das nämlich auf YouTube. So. Relax würde DayZ Survivor ASMR. 1,3 Millionen, holy shit. So, Okay, der ich ist aber sag's nicht euch. ingame, der sitzt vor der Kamera und reibt irgendwie Kugeln zusammen. Ja, okay. Also ich wollte jetzt vor der Kamera keine Kugeln reiben, aber ich sag euch, der Markt ist da. Macht was draus. Ich habe keine Zeit. Ist Jetzt mit dem gucke ich Job mir nicht läuft, gerade dann an. einfach DayZ ASMR. Gibt es? Was hast du gesagt? Entschuldige. Warte, ich schicke euch das mal in den Boy. Das ist doch was zum Entspannen. Kann das?
Oh Gott. Ja, wow. Für all die Zuschauer, ich versuche das mal hier einzublenden, so ein paar Clips gerade. 1 Stunde 15. Ja, ASMR geht doch immer so lange. So. Ja, aber ich meine, relax with a DayZ Survivor, what the Bei mir fuck? knackt der gerade mit einer Wasserflasche rum. Ja, überlegt mal, was man innerhalb des Spiels für viele tolle DayZ-Sounds machen könnte. Alleine schon dieses nervige Geräusch, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem PC auch habt, bei uns kam das, glaube ich, vor 2, 3 Updates, wenn der Durst hat, dass der neuerdings so. Alter, wir werden fast wahnsinnig. Der macht die ganz. Ja, das haben wir Junge, auch. was ist mit dir? Wie nervig. Warum muss man, warum haben die das eingefügt? Hallo Warum? Immersion. Mein Leben war super. Und ich kann auch ohne so ein Geräusch immersivieren, sage ich dir mal. Hallo, Also machst du das nicht, wenn du Durst hast? Hallo, das mache ach ich immer. so, ja. Nee, also schlimm, ja. Ja, und so Deckel aufdrehen könnte man noch machen. Wasserflaschen trinken könnte man machen. Oder Ja, also mir würden da so. du stellst dich einfach direkt neben so einen schreienden Hirsch. Ja, also mir würden da so spontan für so einen ASMR-Stream in DayZ schon Dinge einfallen. Vielleicht muss ich das mal. Vielleicht mache ich einfach mal einen Stream, wo ich einfach nicht rede. Sind die Leute bestimmt auch froh, wenn ich mal die Fresse halte. Vielleicht probiere ich es mal aus. Und dann lade ich es hoch danach als DayZ-ASMR-Stream. Keine Ahnung, ich persönlich kann mit ASMR gar nichts anfangen, ne, aber. Nein, ich auch nicht, aber es gibt eine Zielgruppe, Dwight. Mehr Ja, es sage gibt ich ja auch nicht. voll viele, die sich ASMR anhören beim Videos schneiden, zum Beispiel, könnte ich auch nicht. Ah nee, das kann ich auch nicht machen. Es gibt ja auch so Leute, die können so mit so weißem Rauschen einschlafen. Weiß nicht, kennt ihr das, weißes Rauschen? Ja, an Ich sich höre das schon. 20 Sekunden und ich merke, wie ich kurz vorm Herzinfarkt stehe, weil mich das so aufregt. Ich bin überhaupt gar kein Typ für ASMR zum Anhören. Ja, ich Aber kann da noch nichts anfangen. Naturgeräusche geht vielleicht noch. Ey, hier sind einfach DayZ ASMR-Videos von vor 10 Jahren aus Arma 2. ASMR Let's Play, DayZ Hashtag 2 Whisper. Geil. What the fuck? Muss ich mir nachher anhören. Also, wir müssen echt sagen, so viele Thumbnails in der DayZ-Szene sind einfach gleich aus inzwischen. DayZ Gunshot ASMR. DayZ Krankenschwester ASMR, was? DayZ relax nature sounds and whispering to help you sleep. Ja, so. An sowas habe ich gedacht. DayZ ASMR the hits of Tschernarus, was? Ich Ach, merke schon, wahrscheinlich ich stoße euch Musik da auf einfach. ein ganz neues Genre, mache ich euch da aufmerksam. Ja, hallo. Also, ich will ja nichts sagen, aber die Küste ist für mich nicht hier die Hills of Tschernarus. Demnächst gibt es einfach Zweitkanal von Dwight DayZ, wo es nur ASMR gibt. Ja, dann die Begrüßung, Du, aber das würde, ich glaube, das würde deine DayZ-TikToks nochmal auf ein neues Level heben, Dwight. Nee, wenn ich davon wie nennt man das nicht, wenn ich da richtig dick Cash outen würde, würde ich meine Freundin dazu zwingen, die ASMR-Videos zu drehen. Ja, Dann kommen wir die ganzen so. TikTok-Creeps an. So, oh Gott. Ja, aber schütz sie bitte auch davor, ja? Ja. Das Die muss ist das nur richtig aufnehmen, weird wenn nicht. teilweise, ohne Scheiß. Oh Gott, ich glaube es dir sofort. Ich Aber bekomme TikTok. Anfragen dafür, ob sie mit ihnen spielen kann, obwohl sie vielleicht 5 Videos dabei war, vor meinen ganzen 300 Videos. Okay, ja, okay, ja. Aber TikTok-Kommentare so generell sind auch eher sehr weird im Internet, würde ich Ist sagen. alles sehr, sehr jung, ne? Auf TikTok ist halt Ja, krank. ja, ja, ja. Also, durch YouTube ist meine Demografie so zwischen 18 bis 24, auf TikTok auch bei den fucking The Jünger, oder? Walking Dead Videos, das ist eine Serie ab 18, da ist der Altersdurchschnitt 6 bis 10. Ja, krass. Ja, heftig. Wow. Okay. Ich finde es Hätte nicht immer, das gedacht. habe ich schon auch schon mal zu anderen Kollegen gesagt, ich finde es immer mega witzig, wenn Leute sagen, boah, ich gucke schon The Walking Dead seit Staffel 1. Dann geht es ja auf den Profil, haben die in der Bio stehen, geboren 09. Ja, du guckst Ja, seit moin. Day 1, da warst du ein Jahr, als ich scheiße rausgekommen bin. Aber. Ja. Finde ich dann immer krass. Und TikTok, wie gesagt, die Plattform an sich ist ja an sich ganz cool, um so Shorts zu machen und sowas, um auch schon Reichweite aufzubauen. Aber die Community da ist für den Arsch. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich mache ja da auch ein bisschen Content und bin aber auch, hänge da aber auch viel rum. Also ich habe auch schon so eine kleine TikTok-Sucht,
die ich mal ab und zu in den Griff kriegen sollte. Ich glaube, wenn man sich seinen Algorithmus so gut baut, dass man auch Content kriegt, den man wirklich gut findet, glaube ich, kann man eine gute Zeit haben. Aber gerade wenn du Content Creator bist auf TikTok, dann ja, und also ich will jetzt da auch kein großes Fass aufmachen, aber unter manchen auch DayZ-Kommentaren finde ich die Community wirklich sehr, sehr toxisch. Also, das sind auch nicht nur nette Kommentare, auch unter meinen TikToks, wo ich auch gerade so schlecht spiele, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Da muss auch mal wirklich viel gelöscht werden, weil da auch Dinge nicht mit der freien Meinungsäußerung einhergehen. Und das ist schon auch scheiße, eigentlich. Ja, bei mir Aber ist es ist halt es, auch TikTok. bei mir ist es eher so, ich habe halt manchmal halt so Phasen, wo ich etwas undeutlicher rede oder einen Double Time raushau. Dann heißt es immer, Alter, geh mal zum Logopäden. Ich denke mal so, okay, danke für den Kommentar, die Interaction nehme ich gerne mit, aber da wird aber nicht drauf geantwortet. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das einzig Gute an TikTok. Dadurch, dass das wirklich so random ist und man nicht dieses wie bei Twitch jetzt so eine Community wirklich hat, wo man die Leute kennt, wo man die öfter im Chat sind, wo man in der Interaktion ist, ne? Ich glaube, da kann man das auf TikTok auch eher verkraften, weil man sich denkt, ja, what the fuck, was willst du von mir? Scroll einfach weiter. So, weil man gar nicht so emotional involviert ist. Also bei mir ist bei mir der Eindruck. Ja, also im Allgemeinen, ich habe jetzt noch nie ein Problem gehabt, dass die Kommentare irgendwie einen dann da abgefragt haben. Einfach, du denkst dir, dein Teil gut ist, ne? Ja, genau. Aber in Ja, aber meisten ich Fällen meine ist dann nur, einfach ich. nur, danke für die Interaktion. Ciao. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich meine nur, ich glaube, es wäre für mich total was anderes, wenn die Leute das, was sie unter meine TikToks geschrieben haben, wenn die das irgendwie in Chat schreiben würden, dann würde mich das anders anfassen, weil ich ja zu dieser Plattform Twitch und zu meinen Streams und zu meinen Zuschauern eine ganz andere Verbindung habe, als jetzt zu irgendwelchen random TikTok-Usern, die ich nicht kenne, mit denen ich noch nie ein Wort gewechselt habe. So Du meinte musst es ich bei nur. TikTok ja auch immer so sehen, wenn du einen TikTok hast, sag mal, du hast 5000 Follower auf TikTok und du hast jetzt ein Video, was auf einmal über Nacht durch die Decke geht, das wird dann 400.000 Leuten vorgeschlagen. Ja. Wenn überhaupt, von deinen 5000 Followern haben das vielleicht 2000 gesehen. Der Rest Ja, kennt dich ja, ja. nicht. So, oder Ja. kennt deinen Kanal nicht, dann lass hier dir einen Kommentar schreiben, schön ist, aber. Aber wie gesagt, TikTok ist eine ganz eigene Welt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe TikTok viel zu verdanken. Also, da mache ich auch Ja. kein Geheimnis draus, aber. Ja, ich kenne dich auch über TikTok, ne? Ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Ich habe. ja. Doch, doch. Ich glaube, das erste TikTok, was ich von dir gesehen habe, war das Easter Egg mit dem Weihnachtsmann im Schornstein. So lange bist du schon dabei. Holy shit. Ha, ja, ich bin schon ein bisschen da. Ja, doch, Habe das ich war, glaube ich, das das denn allererste. hochgeladen? Also, das war irgendwann letztes Jahr auf jeden Fall noch. Ich glaube, das war das erste Mal, ja. Ja, ich hab So. damals ja als Wette angefangen. Also ich habe das ja nicht freiwillig alles begonnen. Ich habe damals eine Wette Okay. verloren und musste dann, nee, das heißt Wette verloren, wir haben eine Wette gestartet und dann wer in 6 Monaten TikTok und YouTube mehr Reichweite aufbaut. Oh, und hast Und gewonnen? ja, mein Kollege hat nach 2 Wochen einfach aufgehört, keinen Bock mehr gehabt. Ja, okay. Ja, gut. Der Easy hat aber win. auch Reactions gemacht, also ob der damit irgendwas hinbekommen hätte, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ja, Warte, ich okay. guck mal. Boah, und war der scheiß Weihnachtsmann im Schornstein? Evil Santa in DayZ war vom 19.08.2022. Holy shit. Siehst du? Boah, Alter, das ist so lange schon her. So lange bin ich schon dabei. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, wie lange es einfach legit schon her ist. Was sagen denn die Aufrufe von dem Video? Alle von mir, Dwight, alle von mir. Alles gebottet. Ja, immer wieder F5 Ich habe gedrückt, das ne? alles, ich habe alles gebottet bei dir. Ich habe dich gepusht, wie die Profis sagen. Ich hatte schon mal tatsächlich, dass mich jemand gebottet hat. Da hatte ich voll viele holländische Kommentare für eine Woche. Auch gut, War auch nie wieder gut. weg. Ist halt Ja, warum scheiße, weil nicht? dafür kannst du ja gesperrt werden, wenn die denken, dass du selber bottest. Das TikTok hat einfach 30.000 Aufrufe. Holy shit. Nice. Ich habe mir den auch ich habe mir den Weihnachtsmann noch angeguckt daraufhin. Ja, keine Ahnung, ich hab damals, das Problem ist halt, das habe ich eben schon mal gesagt, off Cam. Einfach, ich bin jetzt out of Easter Eggs und out of Sachen, die man so zeigen kann. Deswegen, ich hoffe, die Du adden mal hast nie neues mit. Zeug. Ja. Da bin ich auch eher so der News Daisy Tuber, wenn man so sagen möchte. Ja. Jetzt sind wir aber wieder vom Thema ab. Wovon hatten wir es?
Wir sind eben wieder, wir haben wieder über deutsche Spiele auf der PlayStation geredet. Dann sind wir abgeschlossen. Also, okay, kommen wir zurück zum PlayStation-Thema. Habe ich schon gesagt, dass ich mich immer fühle, als würde ich nicht richtig spielen, ja, ne? Dass die Leute in meinen Chat kommen, ja. Habe ich schon erzählt. Aber das ist deine Frage. Bei Stream-Snipen, ist das genauso schlimm wie auf PC oder ist es weniger auf der PlayStation? Also es gab mal eine Phase, gerade auch als bei mir so ein paar TikToks hochkamen, die so 60.000 Aufrufe hatten. Da sind natürlich viele auch rübergekommen zu Twitch. Und da hatten wir mal so, oh, du, ich glaube, einen Monat, wo es relativ schwierig war. Also wo wir echt das Gefühl hatten, wir werden hier gerade dauerhaft gestreamsnappt. Weil wenn man wissen will, wo wir sind, man kann das mit Zeit und Geduld, kann man das rausfinden. Ne? Jetzt weil auf Server nicht, bezogen oder auf Map-Location? Ja, nee, auf Servern halt. Ah, ja, okay. Auf Map-Location, ja klar, sowieso, aber auf Server bezogen. Also wenn man wirklich nichts zum Scheißen hat, in Anführungsstrichen, mal ganz überspitzt gesagt, dann kann man das natürlich rausfinden. Alleine schon aus der Tatsache, dass ja dadurch, dass wir im Duo spielen, ich weiß nicht, wie das bei euch auf PC ist, je nachdem, wie nah ich ja an mein Mate gehe, steht ja auch der Name da. Was? Nee, das wüsste ich nicht, dass das so ist. Also. Ja, einfach also bei uns... Ja, und bei uns ist das leider so, ne? Also, und wenn du dann nichts zu tun hast, dann kannst du natürlich 100 Server durchgehen und schauen, auf welchem Server sind denn diese Namen. Kann man das auch sehen? Ja. Na klar! What the fuck? Bei uns geht das nicht. Das ist ja schön für euch. Du kannst halt über die Steam-Mitspieler sehen, wer drauf ist. Aber dann stehen da nicht die Ingame-Namen, sondern die halt die Steam-Namen so, ne? Ach so, zum Beispiel, nee, du kannst ganz normal bei uns gucken, wer ist auf welchen Servern. Wer spielt da drauf? Ja. Bei uns nicht. Krass. Vor allem, die meisten haben ja auch ihren Steam-Namen und haben dann ihren Ingame-Namen so. Ich heiße zum Beispiel immer der echte Gronkh auf Ingame, auf meinem DC. Ja, geil. Einfach nur, weil ich irgendwelche Wegschmeißnamen überhaupt, weil, keine Ahnung, so, ne? Ich glaube, wie hieß ich früher? Ich hatte so viele random Namen. Ich glaube, 5 Minuten Terrine hieß ich auch schon. Also, auch ein guter Name. Ach, ich Hunger. Da sind einfach Wegschmeißnamen. 5 Minuten Terrine. Deswegen, wie heißt das? Das ist halt auf PC, geht das nicht. Ja, siehst du, haben wir noch einen Unterschied gefunden. Aber habt ihr dann einfach wie so eine Spielerliste, oder? Ja, du kannst einfach gucken online und dann siehst du halt auf so einem kleinen Sheet, wer alles spielt. Kannst du halt die Namen durchgucken. Und wenn du dann quasi an einen rangehst, sieht man dann den dann PSN-Tag, den oder? Ja, genau, du siehst den PSN-Tag, genau. Wow. Und dann kannst du halt, und das ist das Problem mit Streamsnipen, und dann kannst du halt abgleichen, ne? Kann man das denn ausschöpfen? Ich sag mal nein, aber leg mich nicht drauf fest. Mango, ich denke, Mango ist meine Daisy-Expertin, die wüsste das. Sie sagt, geht nicht. Ich würde sagen, geht auch nicht. Also, wenn es dafür einen Hinweis gibt, gerne. Weil es ist nervt, wirklich. Find's krass. Zumal du ja dann auch, die Leute sehen ja dann quasi meinen PSN-Namen auch im Stream. Dann können sie mir halt auch Einladungen schicken. Dann kannst du auch Nachrichten schicken. Oh, was ich mich auch schon manchmal mit Leuten bei Nachrichten dann im Endeffekt gebellt. Ja, manchmal geht das aber auch von der anderen Seite. Was uns nämlich auch viel passiert ist, dass wir rumlaufen und wir sind ja wirklich, also ich keine Expertin, Mango schon, aber wir sind ja immer die übelsten Bambis so. Mit einer Bratpfanne, sagen wir immer, ne? Mhm. Und dann kommt es aber ganz oft vor, dass wir irgendwie in Gespräche verwickelt werden, dann werden wir plötzlich abgeschossen. Und manchmal ist es wirklich so, dass ich so wütend bin und dann siehst du ja den Namen, dass ich die danach dann noch anschreibe, ob die eigentlich einen Arsch offen haben. Angry Germans. Also, da bin ich wirklich eine Angry German. Nein. Also, und dann, aber ich habe es auch schon geschafft, dass Leute, die mich erst angeschossen haben, die habe ich so voll gelabert, dass sie sich am Ende dafür entschuldigt haben, dass sie auf mich geschossen haben. Gibt's auch. Na, man muss nur einfach voll genug reden. Einfach mit Papierkram zugeschmissen. Oder? So. Ja, bei uns gibt's das ja eher so, dass dann Leute, du killst zum Beispiel einen an der Küste, dann killen die sich die ganze Zeit neu, dass die immer dann schön bei dir spawnen. Und dann hast du den Kampf nicht einmal, sondern 100-mal so. Und aber jetzt wirklich dann Nachrichten schreiben, das gibt's bei uns dann zum Glück nicht. Ja, also ich glaube, ich will jetzt auch nichts, ich bin da vielleicht auch kein gutes Vorbild für die PlayStation-Community. Aber ich weiß halt, und meine Zuschauer wissen es auch, ich habe es vielleicht schon 1-2 Mal gemacht. Was aber natürlich auch wieder lustig ist in dem Stream, wenn die dann halt antworten, ne? Also, ja, kann ich mir vorstellen. Da kommen dann halt auch Gespräche per Chat irgendwie zustande. Das ist auch
spannend sein. Aber wenn auf der PlayStation die alle in so PS-Partys chillen, so, ne? Dann reden, können die dann auch in-game reden, wenn die in einer PlayStation-Party hängen, oder? Das geht nicht. Also du musst dann wirklich aus der Party raus. Wir machen es im Stream über Discord im OBS. Hm? Aber ich glaube, das sollte mal gefixt werden oder das soll kommen oder die wollten irgendwie auch so eine PlayStation Discord-Anbindung machen. Wie weit das da gediehen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Soll ja Geld kosten anscheinend. Ah ja, klar, natürlich. Warum auch nicht? Das Ja, Geld ist muss Sony, ja auch irgendwo also. hin. Genau. Nee, also das ist alles. Also das ist halt immer schwierig, aber ja, gut, da geht man halt kurz raus. Dann passt es schon. Ja, das hatte Veno, glaube ich, erwähnt gehabt, auch in der Folge, wo wir mit ihm gesprochen haben. Hat auch eine PlayStation DayZ-Vergangenheit gehabt. Der meinte, der hat halt zum Beispiel gesagt, da wird gar nicht geredet, oder so gut wie gar nicht, weil Ah, alle krass, in okay. Partys chillen und dann einfach nur Geballer ist. Ja, okay. Ja, siehst du, das unterscheidet sich wahrscheinlich, aber er hat dann wahrscheinlich auch ein anderes Gameplay gehabt als ich. Das weiß ich nicht, weil er halt meinte, er hat nicht lange auf PlayStation gespielt. Ja. Aber der meinte halt sowas wie, dass es halt kaum Kommunikation gibt, weil die alle in Partys hängen. Ah, Und interessant, okay. das ist halt im Allgemeinen einfach ziemlich PvP-heavy auf den Konsolen ist. Ja, das auf jeden Fall. Also das würde ich sagen, unterschreibe ich auch. Es ist sehr PvP-lastig auf allen Servern. Aber meine Wahrnehmung ist halt schon, wenn man die Leute anlabert, ein bisschen lustig, bisschen provokativ. Oh, wir haben auch schon wirklich uns auch schon, ja, nee. Also wir haben auch schon schlimme, witzige Sachen erlebt, ja, wo man sich halt bis aufs Blut provoziert, bis halt irgendeiner nicht mehr einstecken konnte und dann angefangen hat zu schießen. Also sowas gibt's halt auch, ne? Es ist halt, kommt auch immer drauf an, wen triffst du? Hast du irgendwie eine Person gegenüber, die auch einen leichten Witz mitbringt oder die sich selber nicht so ganz so ernst nimmt? Dann hast du auch Spaß. Du triffst natürlich aber auch Leute, die dich sofort als allererstes erstmal irgendwie beschimpfen, weil du eine Frau bist und in DayZ nichts zu suchen hast. Das gibt es bei uns auf der PlayStation auch. Ja, Doktor da ist auch angeschnitten gehabt in seiner Ne? Folge. Also ist bei uns auf jeden Fall auch ein Thema. Und dann lasse ich mir das natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen von irgendwelchen dahergelaufenen Bambis. Also da geht es auch mal hoch her zu bei uns. Also ich sterbe dann meistens, weil ich ja keine Skills habe. Aber ich lasse mir, also ich schreie die auch an so. Perfekt. Ja? Also da schaukelt sich das schon hoch. Kommunikation machen wir auf jeden Fall. Aber brauchst du denn externes Headset für Voice Chat oder kannst du über Controller reden? Ja, ich habe, ja, das ist, ich habe da glaube ich eine Sonderherausforderung, weil ich nicht nur DayZ auf PlayStation spiele, sondern ich es dann auch noch über ein Mac streame. Mit OBS, was auch irgendwie 12 neue Herausforderungen nochmal mit sich bringt, die ich eigentlich nicht bräuchte. Also ich habe an der PlayStation ein externes Standmikrofon, was ich unter meinem Streaming-Mikrofon habe, damit ich kommunizieren kann in-game. Weil ich es Ja. irgendwie nicht beides auf eine Spur in dieses Spiel reinkriege. Kannst du aber theoretisch über Controller auch reden oder geht das nicht? Weil ich meine, du kannst auch den Controller auch als Mikrofon benutzen, oder nicht? Ja, das von habe ich mal gehört und das geht bestimmt. Ich bin nur, glaube ich, zu dumm dafür. Also bei Ja. mir hat das nie geklappt. Keine Ahnung warum. Deswegen musste ich über diese Sonderlösung mit dem Mikrofon halt irgendwie gehen. Mir tun halt die ganzen Kinder leid, die dann wahrscheinlich im Wohnzimmer ihre Eltern DayZ spielen ohne Kopfhörer und dann Bambis treffen, die erstmal vollschreien, diese Voice-Chat-Sachen über den Fernseher schön im ganzen Haus übertragen Ja. werden. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich mir heute Morgen gestellt, als ich ja auch noch mal darüber nachgedacht habe, dass wir ja heute sprechen. Ich finde, DayZ hat ein ganz großes Problem auf der PlayStation. Vielleicht bin ich schlecht informiert, vielleicht ist es auf PC anders. Wir haben fast keine Möglichkeit, wenn wir nicht gerade bei Office-Servern sind und einen Mitschnitt haben, Leute zu melden. Also bei Fortnite kannst du ja wirklich einfach Spieler melden, schau und mal einen kleinen Denkzettel machen oder so, ne? Aber wir haben in DayZ auch schon schlimme Sachen erlebt mit, naja, schlimmen Wörtern, die gesagt worden sind und du hast eigentlich gar keine Chance. Du musst es über dich ergehen lassen. Oder manchmal Reporten hast du kannst du bei ja. uns aber auch nicht so richtig, also da sind wir Ja, aber echt das ist doch Problem. scheiße. Das ist ein Spiel mit 60 Leuten auf einer Karte, international bekannt und du hast keine Reporting-Fähigkeit und die Leute können da wilde Sau spielen. Was ist denn das? Ich verstehe gar nicht, Also dass das überhaupt sein darf. du kannst extern über die Bohemia-Seite reporten.
Aber okay. Nenn mir einen, der sich die Mühe gibt, dann auf bohemia.com zu gehen, dann in den Support anzuschreiben, Report. Und dann kannst du wirklich, aber kannst du dann nur Bug supporten oder kannst du halt auch sagen, hey, hör mal zu, ich hatte den und den Spieler, der hat mich auf übelste durchbeleidigt und warum spielt der eigentlich noch DayZ auf der Plattform? Das so? Kann ich nicht so wirklich sagen. Also mal, ich kenne es vom Community-Server halt nur. Schwierigkeiten. Also ich glaube ja zumindest, wenn ich da kurz reinhaken darf, ja, so, dass Bohemia sich da auch in Anführungsstrichen rausreden würde, einfach weil die sagen würden, ja, das ist ein PSN-Account, da haben wir nichts mit zu tun. Das können wir halt Sony. Nicht groß. Mhm. Ja, ja, eben. Ja gut, das heißt, ich müsste dann theoretisch an Sony reporten, dass ich da beschimpft worden bin oder dass der halt da wirklich nicht konforme Sachen quasi durch den ganzen Live-Chat gebrüllt hat. Denke ich mal zumindest, dass das dann im Zweifelsfall so laufen würde. Ja, und dann würde Sony sagen, ist nicht unser Bier, soll Bohemia sich drum kümmern. Also die ja, richtig, sich ja da von links nach rechts einfach auch nur, weißt du, die Sachen zu. Das ist ja der Klassiker. Ja, und das finde ich aber wirklich, ist echt eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass sie das nachbessern, weil ich da auch schon von vielen, auch gerade Frauen, auch so Dinge mitkriege, wo ich denke, nee, Leute, muss man nicht mehr machen. Finde ich nicht gut. Ich muss persönlich sagen, ich habe das selber noch nie mitbekommen, so. Aber ja. Ich habe von Dr. Dreist auch, der hat das in der Folge über die DayZ-Community angesprochen, dass das halt auch ein großes Problem ist, so. Ja. Wie hat er das genannt? Feminismus, glaube ich, oder sowas? Oder Antifeminismus? Ja, irgendwie sowas um den Dreh, ja. Ja, also so Gruppe auch von Spielern, die halt grundsätzlich erstmal die Frau abwerten, wenn sie im Game treffen oder halt ja, versuchen gleich zu erschießen oder sie zu fesseln oder so. Ja, es ist schon, also da läuft teilweise auch manchmal richtiger Scheiß, wirklich. Also ja, und das ist wahrscheinlich ist, ne? Auf der PlayStation wahrscheinlich ähnlich wie auf dem PC. Ja, was an der PlayStation, glaube ich, da ein bisschen softer ist, einfach, dass du auf der PlayStation, weil es halt eine Konsole ist, sehr, sehr viel mehr Casuals hast, glaube ich. Aua. Sehr viel mehr Casuals hast, glaube ich. Und, weil ein normaler Mitbürger hat man nicht gerade 4.000 Euro für einen PC im Endeffekt, weißt du? Und auf der PlayStation, wie viel kostet die PlayStation 4? 300 Euro, 200 Euro im Endeffekt? So, das kannst du theoretisch alles mitspielen. Deswegen, ich glaube, du hast halt deutlich mehr Casuals auf den Konsolen als auf den PCs. Was halt den Nachteil hat, dass auf PC halt viel, viel mehr geschwitzt wird. Aber, ja, ist halt Leute, die dann, wenn man sich einen guten PC kauft, kann man auch meiner Meinung nach schwitzen. Hat man sich dann verdient. Darf ich mal fragen, was Schwitzen ist? Schwitzen heißt richtig auf Ernst spielen, so. Ah, okay. Ah ja. Heißt ja, kein Spaß, einfach nur volle Pulle, 100% ja. Konzentration. Kein Spaß, gar nichts. Konzentration gibt es bei mir so und so nicht im Chat, im Stream. Ja. Okay, ja, verstehe. Das ist Schwitzen, okay. Ja. Heißt, wenn auf PC hast du halt viel, viel mehr von solchen Leuten, die wirklich dann tryharden bis zum geht nicht mehr. Ah ja, okay. Ja, das kann sein. Das finde ich ein gutes Argument. Ich meine, ich lege auch regelmäßig 14-Jährige schlafen, die man dann so auf der Straße trifft und man sich denkt, entschuldige, es ist 22 Uhr, musst du nicht im Bett sein. Jetzt aber mal schnell in die Haie. Also die gibt's auch. Ja. Ich sag ja, mehr Casual so, ne? Also. Ja, ja, genau. Damit wollte ich einfach nur unterstützen, dass es schon eine durchaus plausible Theorie ist, definitiv. Das ist halt, glaube ich, auch, warum die Spielerzahlen auf der Konsole so konstant sind. Einfach nur, weil die halt einfacher Leuten ins Wohnzimmer kommen müssen mit der Konsole. Als ja, genau. Du hast halt ein viel geringeres Investitionsvolumen, um DayZ zu spielen. So, klar. Einzige, was halt scheiße ist auf den Konsolen, ist halt, dass du halt Geld bezahlen musst, extra um DayZ zu spielen. Aber oder ja, ohne für Multiplayer ja, das halt, ist halt, ne? Ja, stimmt. Das ist auch ein richtiger Abfuck, hätte ich bei dir gesagt. Und ich habe vorher noch angekündigt, ich schaff's ohne Fuck, ne? Sorry. Das ist schon, also das ist schon richtig blöd. Gelbe Karte. Ja, aber locker. Das ist schon, also das ist schon wirklich blöd, dass wir halt immer noch dieses PlayStation-Abo dazu brauchen. Das ärgert mich auch, weil ich denke, wofür brauche ich denn dieses PlayStation-Abo? Die Spiele, die ich da monatlich bekomme, ja, die lade ich runter, weil haben ist besser als brauchen. Aber spiele ich das? Nein. Was spiele ich denn? DayZ. Ja, Fortnite noch ein bisschen. No front. Aber, also, wofür dann? Das ärgert mich. Gibt's das, ist das bei PlayStation 5 auch noch so, oder? Das hat schon ja wieder gratis. Komplett durch. Also ich glaube halt nicht, dass sie das wieder wegnehmen werden, weil das halt nee, mit 4 auch? Und so ja auch schon gut funktioniert hat. Ich meine, bei 3 war es ja noch gratis. Da war ich ja noch aktiver PlayStation-Spieler. Aber jetzt bei 4, als sie damals gesagt haben, 20 Tacken, habe ich dann aufgehört, PlayStation so aktiv zu spielen.
Weil ich halt dumm fand. Also das Geile an der PlayStation war immer, dass du halt im Gegensatz zu der Xbox nie extra Was? Geld bezahlen 20 musstest. Tacken? Das kostet doch jetzt 60 Euro. Was? Herr PSN? Ich dachte, es kostet so 10 Euro im Monat. Alter, was? PSN? Wisst ihr, wie teuer die Scheiße ist? Jetzt sage ich Nee, noch das mehr ist. schlimme Wörter. Für Aber wisst mich ihr, war wie das. teuer das ist? Bei Ja. 10 Euro, dann wäre es ja noch okay. Ich glaube, wenn du das günstigste Abo hast, kostet das, glaube ich, im Jahr 60 Euro. Okay, Aber im kannst du das nicht Jahr, auch nicht einfach einmal. cheesen, indem du dir zum Beispiel von Key-Seiten quasi PSN-Guthaben kaufst und dann über das PSN-Guthaben Oh Gott, ja, also das da Abo müsste ich mir aber kaufst. wirklich sehr viele Gedanken jetzt dazu machen. Also ich meine, das könntest du auch machen. Und dann halt das Ja. Abo wieder kündigen, also so richtig mit Ja. 5 Umschritten, dann hast du das halt Ja. nicht wirklich. Aber Ja. das Aber ist halt dann auch so, warum. gegoogelt. Ist halt aber Ja, auch ich so, wollte das warum. jetzt mal noch. Ich habe mir das mal kurz als Notiz aufgeschrieben. Keine Ahnung, also wenn es wirklich 60 Tacken kostet, ist ja dreist. Ja, also ich sag mal so, es ist zu teuer. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn du keinen PlayStation Plus hast? Kannst du das Dann Game kannst du dir überhaupt sie nicht starten? kannst du Kannst nicht. du dann Nein, kannst du starten, dann oder? nicht. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber es dürfte nicht funktionieren. Also du kaufst dir quasi ein Game, kannst nicht benutzen, geil. Schön gemacht, Richtig. Sony. Schön gemacht, Oder? Xbox. Ich sag mal so, die wissen, wie man Geld verdient. Ja. Das ist ja voll beknackt. Das ist halt aber auch Aber. so ein Ding, warum ich bei PlayStation nicht so viele Spiele habe. Weil ich nicht bereit bin, überhaupt nicht auch nur 5 Euro oder so für PSN zu bezahlen. Sehe ich halt überhaupt nicht ein. Ich bin ja froh, dass du schon für, dass du wenigstens hier so Sachen wie Disney Plus und sowas gratis gucken kannst. Ja, ist ja schon mal immerhin etwas. Wenn die noch Auf sagen jeden Fall. würden, wenn du Disney Plus hast oder Amazon Prime, man muss dafür auch Geld bezahlen. Boah, Junge, wie sehe ich denn aus? Ja, wäre richtig dreiste Abzocke. Naja, wenn die Videospielbranche sich ja eh weiterentwickelt, wie sie aktuell tut, sollst du demnächst, wirst du demnächst ja Videospiele stündlich bezahlen, ne? Heißt abwarten. Ja, da habe ich ja dir, glaube ich, schon mal gesagt. Dann sind die Piratenflaggen von vielen Leuten gehisst, sage ich mal, zumindest auf dem PC, ne? 20 Cent die Stunde, weißt du? Ja, weiß ich auch nicht. Aber dann werde ich versuchen, über irgendwelche Seiten irgendwelche Codes zu knacken, um dann irgendwie günstiger daran zu kommen. Also ich habe Felix hat gestern, also der Bro hat gestern in der Aufnahme gesagt, weil ich stelle dann am Ende immer die Frage, ob man denkt, dass DayZ 2 kommt, ja oder nein, und wenn Early Access oder nicht. Und der ist fest davon ausgegangen, dass wenn DayZ im Full Release kommen sollte, DayZ 2, dann meint er, was hat er gesagt, 80 Euro, 90 Euro oder so hat er gesagt gestern? Ich habe Ich will 79,99 jetzt. oder so. Nee, der ist doch. Ich will jetzt keine Scheiße erzählen, aber der ist doch auch irgendwo bei. Ich weiß jetzt nicht, ob er 60 gesagt hat, Vollpreistitel halt, oder ob er dann runtergegangen war, auch zu 40. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, ich meine, er hätte aber 70 Aber gesagt, das. weil er meinte, wenn so wie jetzt alles teurer wird, wird Ja, es am 70 Anfang, aber werden. der ist ja später nochmal runtergegangen, wenn du dich daran erinnerst. Zum Ja, aber Ende hin. trotzdem, also 60 Euro für die siehst raus. Das ist viel. Ja, klar. Habe ich ja auch Cash gesagt. So Cow, gerade Cash Cow. für Ist ja ein Early Bohemia das Access würde ich das Flaggschiff, auch ne? nicht machen. Also. Ja, eben. Mein Bro, ich glaube, DayZ macht 70% der Bohemia-Einnahmen im Moment. Und die Krass, haben okay, Armor das ist nebenbei, viel. das ist halt. Das ist krass, okay, Ja, ja. kommt ja davon, wenn dein letztes Armor-Game anders gefloppt ist, und zwar hier Reforger. Das hat aktuell gerade nicht mal 1000 aktive Spieler. Und das ist ein Armor. Das hat ja auch schon was zu bedeuten. Und ja, Armor 3 dümpelt bei so 5000 rum, dann kommt DayZ mit 60.000. Und DayZ gibt es noch auf den Konsolen. Armor 3 gibt es auf Konsole nicht. Und Reforger ist auf Konsole mehr als nur tot. Heißt, gibt es auch nur, glaube ich, nur für Xbox. Ja, also wie gesagt, da kenne ich mich leider gar nicht aus. Ich kenne auch Daisy gar nicht auf der Xbox. Soll angenehmer sein als PlayStation, habe ich mir sagen Habe lassen, ich aber. auch schon gehört. Habe ich auch schon gehört. Meine Wahrnehmung ist, dass es vor allen Dingen auf Twitch mehr PlayStation-Spieler gibt als Xbox-Spieler. Deshalb war ich so ein bisschen vorhin verwirrt, als du meintest, es wird auf Xbox mehr DayZ-Spieler geben. Aber letztendlich denke ich auch, ach, was kann ich denn bewerten? Das ist ja keine empirische Studie, weil ich hier mal drei PlayStation-Spieler sehe oder weil mal 15 Leute in der Bambi-Schule gewesen sind. Darfst halt niemals Aber vergessen, dass es auf Xbox auch im Game Pass ist, ne? Also
Ja, okay, ah ja, okay, ja, gut. Das kann auch nochmal, glaube ich, ordentlich, wie heißt es, die Spielerzahlen Spielerzahlen bringen. pushen, ja. Ja, absolut, absolut, absolut. Der Game Pass ist ja eh ein Cheatcode. Wenn du deine Spielerzahlen boosten willst, schickst du in den Game Pass. Gut ist. Ja, vor allem kriegst du halt auch noch mal ein paar PC-Spieler dazu meistens, ne? Ja. Schön. Ja, ansonsten haben wir auf PlayStation zwei Maps. Ihr habt ja ein paar mehr Ja, aber die noch sind ja alle Maps. nicht offiziell, ne? Also. Ja, gut, aber die werden ja schon viel gespielt, oder nicht? Aber nur auf Com-Servern und, Ja, klar, aber die sind doch auch. Also, was ich so auf Twitch sehe, da ist niemand, fast niemand auf Maps unterwegs. Sind Naja, alle auf der Bahnhof und Großteil der Mamalz. Modded-Servern ist halt entweder Chernarus, Namalz oder Livonia. Klar, du hast noch ein paar andere Ja, Maps, okay, aber aber Namalz kalt ist auch ein großes Ding. Auch ich ja, glaube, Dr. Namalz ist Reis spielt halt doch auch Namalz oder Geschmackssache. so. Ich weiß es nicht. Also, der spielt ja alles Mögliche. Der hat letztens in seiner Folge hat er so viele Maps erwähnt, die kannten wir alle noch gar nicht. Also. Ah, krass, okay. Aber wie heißt es? Die Official Maps werden trotzdem, denke ich, noch mit Abstand am meisten gespielt. Einfach nur, weil viele Leute keinen Bock haben, die Maps auf ihren Servern umzuschreiben. Aber kann ich noch nicht übel nehmen. Erinnert ihr euch noch an dieses Gerüst? Wir haben es vorhin schon, bevor wir angeschmissen haben, kurz besprochen, dass ihr damals so ganz schlechtes Movement bekommen habt in irgendeinem Update. Ich weiß gar nicht, welches war. Ja, das Livonia-Update, ja. Ja, das Livonia, genau, das meintest du vorhin schon. Das Livonia-Update, wo ihr so schlechtes Movement bekommen habt, wo ihr ein mega Aufschrei auch durch die Community gegangen ist, gesagt hat, Leute, ich installiere jetzt dieses Scheißspiel so. Ich mache das nicht mehr mit. Wir werden hier ständig kaputt gemoddet oder kaputt gepatcht. Und da gab es damals dieses Gerücht, dass die das machen, um das Movement von PC an PlayStation anzupassen, weil vielleicht gäbe es ja irgendwann mal Crossplay. Habt ihr dazu mal was gehört? Crossplay kann man direkt ablehnen, also es wird nicht passieren wegen Mod-Support. Ja, Wenn aber genau, aber damals gab es so das rumorte so, also boah, kommt jetzt Crossplay oder was? Aber es ist ja, doch totaler den Bullshit, Rumor gibt es oder? halt immer noch, Ja, okay. aber ich kann dir jetzt hier sagen, wo ich hier sitze, wenn du Crossplay kommt, dann wird die PlayStation davon ausgeschlossen werden. Allein schon, weil Bohemia jetzt Microsoft gehört. Und Ja, okay, das ist deswegen. ja geil. Also wenn Okay. Crossplay kommt, dann wahrscheinlich. In einem Ableger von DayZ dann wahrscheinlich nur mit der Xbox und weil, also Armory Forger hat auf der Xbox auch Mod-Support. Und dann, wenn das auf der Xbox mit DayZ 2 auch möglich wäre und da auch Mod-Support machbar wäre, würde es mich zumindest nicht überraschen, dass da auch dann, wie heißt es, Crossplay kommt. Aber PlayStation wird da, glaube ich, nicht mit eingebunden. Das kann ich bei aller Hoffnung irgendwie nicht sehen. Also im Allgemeinen auch Sony wird niemals die Daten dafür freigeben, so wie ich Sony einschätze. Ja, da seid ihr besser informiert als ich. Aber ich fand es halt lustig irgendwie. Und das war so ein gutes Beispiel dafür, eigentlich auch, wie viele so an diesem Spiel auch hängen. Und dann kam dieses Movement und alle, ich kann mich erinnern, dass ich wirklich viele Leute kannte, die wirklich schlechte Laune hatten deshalb. Ja, Wo, die Sache wo. ist dann auch die, wenn Crossplay kommt, also die, dann tun mir die Konsolenspieler leid, sage ich dir ganz ehrlich. Also Ja, allein schon wir vom tun Movement immer her. allen leid. Aber ohne Scheiß, vergleich doch mal das Movement am PC mit dem Controller. Bist du nicht umgedreht hast mit dem Controller, hast du 5 Headshots bekommen. Auch wenn Ja, das das. Movement jetzt scheiße ist, aber es ist immer noch tausendmal schneller Dwight, als das sagt Dings. mir mein Chat auch die ganze Zeit. Ja, ist halt so. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Also Es ist, wie es ist. wird halt nur Probleme bringen, glaube ich. Und ich meine, du kannst an der Xbox, kannst du, glaube ich, auch mit Maus und Tastatur spielen. Okay. Auf der PlayStation weiß ich das nicht, aber wenn du da auch mit Maus und Tastatur spielen kannst, okay, aber. Du, ich glaube, es gibt bestimmt auch da so einen Nitrado-Mod-Tastatur-Server oder so, keine Sony Ahnung. Keyboard 600 €. Ja, klar. Locker. Nee, das ist übrigens auch so ein Punkt, warum ich keinen PC spiele. Ich bin ja eher so, also meine erste Konsole war, glaube ich, also klar, ich bin irgendwie schon 35, aber ich bin auch noch nicht ganz so alt. Also Super Nintendo habe ich so ein bisschen übersprungen. Ich bin, glaube ich, eingestiegen mit so Sega. Kennt ihr Sega noch? So Ja, klar. mit diesem blauen Igel, wie hieß denn der? Sonic. Sonic, der genau, der ADHS auf Koks-Igel. Oh Gott, das müsst ihr auch alles rausschneiden, sonst kriegt ihr das Ah, bei ja, YouTube alles wieder gut. nicht durch. Damit habe ich damals angefangen und dann bin ich irgendwie gar nicht so in diese Phase eines PCs gekommen. Und dann gab es von Nvidia mal etwas, das nannte sich Cloud Gaming. Habt ihr das da mitbekommen?
Ja. Da konntest du dann irgendwie für einen monatlichen Beitrag von 10 € konntest du auf den Nvidia Cloud-Servern spielen, als würdest du PC spielen. Und da habe ich dann mal so in ein paar PC-Spiele reingeguckt, weil ich dachte, ja, vielleicht investiere ich doch noch das Geld für einen PC, Gaming-PC. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass mein größtes Problem eigentlich ist, dass ich gar nicht die ganze Zeit in dieser Haltung am Schreibtisch sitzen kann. Wenn ich meine PlayStation in der Hand habe und meinen Controller, da fleht sich aber auf meinem Sessel rum, da kannst du aber glauben, da mache ich Verrenkung. Wenn ich aber meine Hand an der Maus und meine Hände auf der Tastatur haben muss, da ich nach 20 Minuten habe ich da Schmerzen. Eine krumme Ich, also ich, Rückengang, ja, also. ich kann überhaupt gar nicht in das Thema PC einsteigen. Ja gut, dazu kann ich sagen, meine Hand von der Maus, die kann davon auch ein Lied singen, die hat jetzt so, an der Seite so einen fetten Hornhautballen. Siehst Das habe ich nicht, aber. Also. Mann! Oh Gott, oh Gott. Ja, so. Also ich sag mal so, ich habe das von meinem PlayStation-Controller nicht. Ja, mich stört es nicht, dafür habe ich ja die Hornhaut, ne? Ja, ich Ja. hab's auch nicht. Also, ich weiß nicht, was du gemacht hast, Eugen. Wahrscheinlich einmal so viel Druck die ganzen Jahre auf der Seite. Drückst Ja, du aber. die Maus auf den Tisch drauf oder was machst du? Nee, aber halt, das ist ja an der Hand. Weißt du, wo es halt von der Hand zum. Wie heißt das jetzt auf Deutsch? Jetzt, die Wrist halt. Weißt du, was ich meine, wenn es halt so Knöchel. gerade übergeht? Von Ballen. Ja, ungefähr. Weiß Ja, nicht, ob aber das Wrist ist Ich habe keine Knöchel. Ahnung, wie es Der heißt. Wrist ist Knöchel. Also das Ja, Handgelenk. Handgelenk. Ja, Richtig. Aber also halt, wo es halt übergeht, zum Arm hin. So. So, da habe ich Handende. halt, ja, wie auch immer das heißt. Da ist halt so ein bisschen Hornhaut, wie auch immer. So, das kommt halt wahrscheinlich von all den Jahren. PC. Hast du So. Schmirgelpapier als Mauspad? Was geht bei dir? Schmirgelpapier. Das hat jetzt wahrscheinlich nichts mit PlayStation zu tun, aber die Anfangsphase in DayZ, als man wirklich, also schreib dir mal in deinen Twitch-Stream rein, erster Tag DayZ. Du wirst sehr viele Zuschauer haben und dein Chat wird voll sein und die werden sich mit Backseat Gaming einer nach dem anderen übertrumpfen. Was manchmal sehr gut ist, weil gerade wenn man anfängt, weiß man viele Dinge nicht, aber irgendwann ist es nur noch nervig. Und wenn eine Person wie ich, wo du kommst, die kommen in meinen Chat, jemand kommt Neues. Und die fangen sofort an zu Backseat-Gamen, weil so wie ich spiele, denken die, ich mache das erst seit 3 Tagen. Weißt du, wie nervig das ist? Und die treiben Ja. das wirklich zur Spitze. Und mir ist mal was passiert, das war aber wirklich am Anfang, da war Backseat-Game noch gerechtfertigt. Und das ist in die Geschichtsbücher eingegangen als der Salmonellen-Rage. Da haben die wirklich, der Chat hat 3 Stunden mich von vorne bis hinten gebackseat-gaming. Mach das, lauf dahin, iss diesen Pfirsich, du musst das so und so machen, ja? Und dann gab es so einen kurzen Augenblick, da habe ich dann irgendwann so einen Huhn gehabt und da habe ich dann dieses Huhn gegessen. Die haben mir das alle gesagt, ich soll das Huhn machen, ich soll das essen, bliblablub, ne? Und ich soll das über Feuer machen, hat auch alles geklappt. Und 20 Minuten später hatte ich Salmonellen. Da haben die wirklich alles gebackseat-gaming, den ganzen Tag schon und haben dann vergessen, mir zu sagen, dass ich meine Hände waschen muss. Leute, was Hast denn los? Dann müssen Sie mit es Blut doch. an den Händen gegessen oder Ja, wie? ich hatte Blut an den Händen, nachdem ich das Huhn gemacht habe. Hey, also ganz ehrlich, da kann ich auf Backseat Game auch verzichten. Entweder ich mache es richtig oder ich lasse bleiben. Ja. Ja, Wow, richtige also. Profis im Chat anscheinend. Ja, also das vielleicht noch als Schlusswort von mir. Danke für nichts. Aber danke. Ja. Nee, Ja. aber es ist natürlich alles nur Spaß und es ist natürlich auch schön, wenn die Leute sich so, also manchmal hat man das Gefühl, die Leute müssen sich so einem annehmen. Dann sagen sie dir auch, wo du so bist. Nun, das ist dann auch schön. Ich finde, das sind gute Worte zum Ende, ja. Ganz Eine genau. Brauchen wir nicht Frage genug müssen wir nicht aber gesagt. noch fragen, weil das stellen wir jeden Gast eigentlich. Ja. Glaubst du, dass DayZ 2 kommt? Wenn ja, wie viel wird es kosten? Ob ich glaube, dass der DayZ 2 kommt, das ist. Ich sag euch ganz ehrlich, Jungs, ich sehe es nicht. Oh, der Erste, der Nein, die Erste, die Nein sagt. Ich glaube, ich sehe es nicht, weil sie einfach damit sehr viel. Ich habe aber auch überhaupt gar keine Expertenmeinung. Ob ich, was ich jetzt sage oder nicht, ist eigentlich kompletter Bullshit, weil ich habe gar keine Ahnung von dem Business. Mein Gefühl sagt, es kommt nicht, weil ich glaube, dass sie innerhalb des Projektteams es, glaube ich, nicht schaffen oder vielleicht innerhalb des Projektteams keine Finanzierung durchgeben. Ist alles Gelaber, ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, mach doch DayZ PlayStation einfach mal fertig und dann können wir immer noch über DayZ 2 reden. Ah, ich glaube, du hast Payday 2 nicht auf PlayStation gespielt, ne? Bitte was? Ich sag, ich glaube, du hast Payday 2 damals nicht auf PlayStation gespielt, oder? Nein.
Ja, sei froh. Sei froh. Das war eine Shitshow wie sonst was. Also, soweit Ja. ich das mitgekriegt habe. Aber ganz ehrlich, wenn wir DayZ 2 bekommen, glaubt ihr nicht auch, dass es eine Shitshow wird? Allein, ja, ich weiß nicht, ja, jetzt sind wir wieder im Thema. Jetzt habt ihr vorhin gesagt, ja, Ja. die Spieler wollen es. Ich weiß nicht, ich könnte mit so NPCs überhaupt nichts anfangen und ich glaube, es wäre nicht mein Spiel. Ja, ich I glaube auch don't nicht, know. dass die von Anfang an dabei sein werden, wenn wir da sind, aber ich glaube halt auch gar nicht, dass sie so unrealistisch sind. Deswegen abwarten. Ja. Ich weiß nicht, ich finde immer schwierig, eine Simulation weiterzuentwickeln. Weißt du, warum muss es denn DayZ 2 heißen? Dann kann man es auch anders nennen, weil es hat ja dann per se. Wir Also, wissen ja wisst ihr, gar wie nicht, ich ob es meine? DayZ 2 wird. Vielleicht heißt es ja auch The New DayZ oder so eine Scheiße. Ja, okay, ja, gut. Das weiß man nicht. Ja, aber wie gesagt, also bitte meine Meinung überhaupt nicht bewerten. Ich habe keine Ahnung davon und ich übernehme auch für nichts eine Haftung. Wir Ich machen glaube nicht, dass es einfach nur kommt. so Funny Calls, weil wir gucken, was wahr wird im Endeffekt. Aber ich bin wahrscheinlich aber auch einfach sehr konsterniert, ob der Tatsache, dass auf PlayStation 4 für mich entweder alles nicht, gar nicht, spät oder schlecht kommt. Und da denke ich, warum soll ich jetzt in den Genuss von DayZ 2 kommen? Auf der PlayStation. Muss ich mir Ja, wahrscheinlich. vielleicht wird es ja ein Launch-Titel dann für die PlayStation 6. Für die PlayStation 6, der Launch-Titel. Das wäre ein guter Call. Und dann würde ich auch überlegen, da gibt es eine PlayStation 6 im DayZ mit so DayZ-Farben. Da wäre ich wieder drin. Im 900 Thema. Euro, weißt Ja, da wäre ich wieder raus. du? Gut. Auto Kannst du tauschen gleich wieder gegen einen PC PlayStation. kaufen. Oder? Ja, okay, also das erste Mal überhaupt jetzt in der Stoff, dass jemand Nein sagt, was auch ein seltener Ist ist. doch gut, da haben wir doch mal eine andere Meinung, da kann man doch über was diskutieren. Ja. Könnten wir jetzt alle, Gucken, wer den können jetzt Call alle in gewinnt den am Ende. Kommentaren schreiben, wie dumm diese Frovinci da ist, der Namen eh keiner aussprechen kann, dass sie überhaupt keine Ahnung vom Fach hat. Ja, stimmt. Abwarten. Gucken, wer den Call am Ende richtig hat. Ja. Ich hatte gesagt, das wird Full Release Ende 2025 oder Anfang 2026. Full Release 60 Euro auf Steam. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit Ja, kommt. finde ich ein total legitimer Call. Also warum nicht? Kann sein. Ja, Eugen und die anderen waren alle der Meinung, dass es wird so Early Access werden, heißt, es wird in der offenen Entwicklung geschickt und dann muss es wieder jahrelang betreuen, aber jetzt geht es in der Oh Full Release. Gott. Ja, nee, wenn ich das schon höre, da denke ich, ja, da verrecken die doch in dem Early Access. Haben die bei Daisy Stanton dann auch alle gesagt, guck, wo wir jetzt sind, also. Ach, ja, okay. Das hat nichts mehr zu bedeuten inzwischen. Guck dir den Arc an. Ja, stimmt. So, aber Wie wie gesagt, gesagt. I don't know. Wir haben jetzt den Call, erstmal nein. Und damit kommen wir jetzt auch langsamer zu Ende. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Das ist jetzt, glaube ich, die zweitlängste, nicht sogar längste Folge schon. Oha, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ja, alles gut. No, überhaupt nicht. So, wenn ihr Frobiens Socials haben wollt, sind alle verlinkt in der Beschreibung. Einfach mal aufmachen, reingucken. Super lieb, vielen Dank. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und Kanal abonnieren. Das hilft beim aktuellen Algorithmus sehr, weil YouTube ist wieder sehr antigönnerisch unterwegs. Und ich hoffe, ich sehe euch dann nächste Woche in Folge 7 mit Veno, wo wir über DayZs Zukunft reden wollen. Die Folge ist auch schon aufgenommen im Kasten. Da war eine ganz coole Folge, also kann ich nur mal empfehlen, reinzuhören. Und ja, meinerseits war es das. Ich hoffe, man sieht sich spätestens nächste Woche wieder oder am Samstag bei einem neuen Video. Deswegen, haut raus. Ciao, ciao. Tschüssle!